It's bean juice time, baby. Good morning, beautiful. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Genossen und Genossinnen der Volksrepublik Rochester. Herzlich willkommen. Grüße. Grüße. Ich hoffe, euch geht's gut. So, Freunde, wer ist denn hier schon alles da? Na, nu war der Stream ganz kurz weg. Wieso steht denn hier zweimal Stream Elements? Was ist denn hier los? Na, holla, la, la, la. Daniel, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. Und ich hoffe, dir geht es gut an diesem Freitagmorgen. Das Wochenende steht vor der Tür. Guten Morgen, Hochgöttin, Cat, Lori und Superstreamer, den Verwalter. Ja, vielleicht steige ich irgendeines Tages mal in den Rang des Begleiters auf. Ja, nicht nur als des Verwalters. Kaffeezeit, Daniel. Holen wir natürlich so schnell wie möglich nach. MNG, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Und ich hoffe, auch du hast einen fantastischen Start in diesem Freitagmorgen. Sei willkommen. André, jetzt bin ich gespannt.
Ja, jetzt bin ich aber auch gespannt. Einen schönen guten Morgen. Liebe geht raus. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. Wassermarsch, hol mal auch gleich nach. Ska, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus. Schön, dass du da bist. Rego, dir auch ein herzliches Willkommen. Dickes, dickes, fettes Herz. Schön, dass du da bist. Richtig schön. Shutdown Robin, einen wunderschönen guten Morgen. Heute leider viel zu tun für der Arbeit. Vielleicht kann ich dir den ein oder anderen Moment zur Entspannung geben. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Dickes, fettes Herz. Grünalk, Freundschaft, Grüße, Liebe. Schön, dass du da bist, Grünalk. Einen wunderschönen guten Morgen. Panda, einen wunderschönen guten Morgen auch dir. Dickes, dickes, fettes Herz. Schön, dass du da bist. Du musst noch trinken. Ja, ich weiß, André. Ich weiß. Mach mal ganz entspannt. Du musst noch trinken. Wir wollen Lori sehen. Jetzt. Geht gleich los. Gib mir doch mal eine Sekunde zum Begrüßen. Schön, mich auch dir. Einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Und Ivaria, ein wunderschönen guten Morgen. Dickes, dickes, fettes Herz. Schön, dass du da bist. Wie kann man denn mitten in der Nacht so gute Laune haben? Ekelhaft. Ekelhaft. Mir geht's ja genauso. Ich wider mich selber an. Nee, stimmt gar nicht. Ich find's geil. Ich find's geil. Nee, ich find's geil tatsächlich. Ja, schlimm. Aber ja, wir tun, was wir können, ne? Vielleicht lässt du dich ja anstecken und in Zukunft klappt's dann, ne? Und dann stehst du morgens auf und sagst so, wuh, guter Tag, was mache ich heute? Ey, ich guck Gwett zu. Und dann sag ich, jawolli, richtig. Marco, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. Na, ich bin mal auf dem Sprung vorbei. Das heißt, du bist gerade, du fährst, machst gleich die, trittst gleich die Heimreise an, nehme ich an, aus... Oh, jetzt habe ich wieder vergessen, wo du warst. Aber du warst Basel? Oh, war es Basel, wo du heute übernachtet hast? Ich bin mir gerade nicht sicher. Salzburg war es, Salzburg war es. Okay. Max, mein Lieber, einen wunderschönen guten Morgen. Dickes, dickes, fettes Herz. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein Lieber. Wie? Nächster Begrüßungskontent. Da gibt es kein Hallo. Ja, komm, ein kleines Herz. Oder? Kleines Herz. Liebe geht raus. Schön, dass du da bist. Salzburg, die anderen mit Bergen. Okay, schau mir ins Gesicht und die Theorie verwirfst du gleich wieder. Ach, Quatsch. Das ist immer das, was man draus macht, Freunde. Das ist immer das, was man draus macht. Donny, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus. Schön, dass du da bist. Leider kann ich was nur hören. Ein Postbote. Bin Postbote. Das geht, da geht Schornstein. Ja, das ist natürlich richtig. Ja, pass auf jeden Fall auf, nicht, dass du irgendwie sonst einen Unfall baust oder sowas, ja. Aber wenn du hören kannst, ja, das ist ja schon mal 50%, die halbe Miete sozusagen, immerhin. Aber trotzdem umso schöner, dass du dann da bist und trotzdem es dir nicht nehmen lässt, hier dabei zu sein. Dankeschön. Sitze gerade in Freilassing und warte auf meinen Zug. Ah, okay. Ich hoffe, du kommst heute schnell nach Hause, Marco, dass es hier keine großartigen Verzögerungen gibt an der Seite. So, Freunde. Ja, ich hab's ja schon gehört. Hey, hey, Pause ist kurz. Los jetzt. Es geht ja los. Hey, Freunde. Hey, wir machen alles. Bevor ich anfange zu trinken, Freunde, gehen wir ins Spiel, laden den Spielstand, damit wir schon mal ein bisschen Geld verdienen können, ja? Ich hab hier erst ein paar Sachen probiert. Nämlich, Freunde, ich hab ein paar Mods runtergeladen. Die sind drin, die scheinen doch alle zu funktionieren. Kommen wir später zu. Wir lassen es jetzt erstmal anlaufen. Dann trinken wir jetzt erstmal was gemeinsam. Oh. Weil wir brauchen eh Geld. Freunde, heute großes Ziel. Heute ist das große Ziel Hubschrauber. Hubschrauber, dafür müssen wir das ganze Geld rausputtern. Das war das große Ziel. Pierre, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Der Lump hat immer noch nicht getrunken. Jetzt warte doch ganz kurz. So, wir starten erstmal. Ich gehe ja mal auf hohe Geschwindigkeit. Just, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist. Freunde, dann Wassermarsch. Wassermarsch kommt übrigens vom André. Prösterchen, André. Denkt immer dran, der größte Feind des Andres ist die Dehydration. Prost! So, bist du jetzt zufrieden? Bist du jetzt zufrieden, André? Merkst du, ihr seht's, die Falten, die gehen hier. Ich mach das nochmal groß, damit ihr es auch genau sehen könnt. Seht ihr das? Normalerweise habe ich hier überall Falten. Seht ihr das? Und jetzt durchs Trinken weg. Wow! Da soll doch mal einer sagen, es hilft nicht. Meine Güte. Das ist insane. So. Es ist Tag. Es ist Tag, Freunde. Das ist unsere schöne, glorreiche Stadt, Freunde. Ich muss mal parallel den Kaffee runterdrücken. Wir gucken es uns gleich an. Leider machen wir gerade wieder Minus. Das ist mega ärgerlich.
Das ist ja mega ärgerlich. Warum machen wir jetzt wieder Minus? Dachte, es geht die ganze Zeit schön straff nach oben. Ah, hier ist voll eigentlich. Sag mal, ist das eigentlich realistisch, dass es im Kohlekraftwerk nur 17 Leute arbeiten? Es ist wirklich rückläufig, ne? Ach, verdammte Axt. Kriegen wir denn das hin? Verdammte Scheiße. Ja, heute nicht so mit dem Geld rumschmeißen, ihr sagt was. Freunde, tatsächlich bin ich am Überlegen. Feinschiff, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist. Und auch Drachenlanze, dir ein herzliches Willkommen. Dickes, fettes Herz, schön, dass du da bist. Wie geht's der Republik? Naja, so lala, Freunde, so lala. Ich brauche erstmal, glaube ich, einen Kaffee, um den Schock jetzt zu verschmerzen, dass die Einnahmen irgendwie rückläufig sind. Also das verstehe ich jetzt gerade noch nicht so richtig. Es geht aber wirklich nach unten. Wieso? Wieso geht das jetzt hier nach unten? Und zwar heftig. Liegt das daran, weil wir erst die ganze Zeit... Ah, hier war irgendwo ein Feuer. Wo war denn ein Feuer? In einem Wohnhaus. Okay. Ja, der Import steigt halt, ne? Der Import steigt, jetzt machen wir wieder Plus. Ich glaube, wir machen tatsächlich immer dann Minus, wenn gerade keine Züge oder ähnliches hier irgendwie da sind und was zu verkaufen haben. Das ist natürlich mega ärgerlich. Freunde, ansonsten, wir schauen uns mal ganz kurz die City an, bevor wir Kaffee trinken, damit ich den einen oder anderen, der neu einschaltet, abholen kann. Freunde, also das Ganze hat begonnen, indem wir hier tatsächlich als allererstes diese Kohleindustrie aufgebaut haben, mit dazugegriffen Kraftwerk, Stromkraftwerk und Heizkraftwerk. In der Zwischenzeit haben wir auch eine Ziegelfabrik, die hier unter Volllast fährt. Die Mine läuft super mit 150 Arbeitern. Hier ist es immer voll. Also das sieht alles richtig, richtig gut aus. Kohle ist auch soweit da. Wir haben uns so bei 1200 Tonnen eingependelt. Müssen wir mal gucken, ob wir dann eventuell perspektivisch vielleicht versuchen nochmal, wartet mal ganz kurz hier, vielleicht nochmal 10% mehr mitzunehmen. 70. Ich will es einfach mal probieren. Und dann schauen wir mal. Also ihr seht es hier haben wir tatsächlich so, ne, die ersten Häuser damals gebaut. Ihr seht, das ist ein wildes, wildes Treiben. Freunde, was mir aufgefallen ist, was mir hier wirklich aufgefallen ist, uns wird hier angezeigt, dass wir 5565 Bewohner haben. Freunde, ich weiß nicht, ob die Leute in Rajasthan schon jemals von Verhütungsmitteln gehört haben. Aber jetzt schaut euch mal bitte die Anzahl der Kinder an. Alter, wir haben 3200 Arbeiter und davon und dann nochmal 2200 Kinder? Was ist denn hier los, Freunde? Was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal. Müssen wir wie in China Geburtenkontrollen einführen? So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen, Freunde. Wo sollen die denn alle später mal leben? Das geht so nicht. Du hast eine Historie deiner Exporte. Da schauen wir gleich nochmal rein, Feinschiff. Weil tatsächlich glaube ich ganz einfach, es sind die Importe für irgendwas, die uns hier tatsächlich platt machen. Müssen wir gleich mal schauen. Ich nehme mal an, das wird das Fleisch sein, beziehungsweise Elektronikgeräte oder sowas. Lemmy, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist. Den Sozialismus in seinem Lauf, den halten weder Ochs noch Esel auf. Genau so ist es. Außer der Rubel, wenn wir den nicht haben. Der hält uns vielleicht schon auf. Grilly, einen wunderschönen guten Morgen. Dickes, wenn es Herz, schön, dass du da bist. Einfach schon 35 Minuten, ich höre die Reklamationen der Pensionierten schon, weil sie ihre Zeitung 30 Minuten zu spät bekommen. Ich glaube, da geht die Welt nicht unter. Und wenn, dann sagst du denen, hallo, dann geh ja selber in den Kurven, Arschloch. Und dann flachst du das Ding so in den Vorgarten. Nee, mache das nicht, das könnte Probleme geben mit dem Job. Das machen wir nicht lieber. Hört sich nach Kinderarbeit an, wenn es dann noch Gänge. Wenn es denn Gänge wie bei Victoria 3, dass wir hier die Belger in die Mine schicken könnten, ne? Und Alexander, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen, Genossen, Genosse Red Attitude und Genossinnen des Chats. Grüße! Ja, Nahrungsmittelproduktion haben wir keine. Das ist halt auch noch so eine Sache. Nahrungsmittelproduktion haben wir keine. Also wir haben Pflanzen, die wir produzieren. Jetzt wieder runter. Jetzt ist wieder so leicht rückläufig. Wir lassen das trotzdem. Ich dachte eigentlich, ich hatte eigentlich die Hoffnung, das geht die ganze Zeit.
So, Freunde, das muss mir jetzt mal jemand erklären. Wieso ist denn hier die Spannung? Was hat denn das zu bedeuten? Das checke ich noch nicht so richtig, die Spannung. Also die Leistung ist das, was wir jetzt exportieren. Das sind 9,3 Megawatt. Aber hat das hier irgendeine Relevanz, die Spannung? Weil die hier so auf so bei 7 kW, also relativ niedrig ist. Ist das richtig so? Muss das? Oder muss das nicht? Also die Stromexport zu, den Strom zu exportieren, reicht auf jeden Fall schon nicht mehr aus, Freunde. Das ist richtig, richtig scheiße. Wo war es denn? War doch hier irgendwo, oder? Oh, konnten wir nicht irgendwo sehen? Wenn wir hier auf Strom klicken? Nee. Wo war es denn jetzt? Das war doch hier irgendwo, ne? Dieser Monat. Rakatonka, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. Da hat es ja doch geklappt. Von Genius auch dir ein herzliches Willkommen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist. Und von Genius, Gude, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus. Jetzt habe ich dich, glaube ich, zweimal erwähnt. Ne, meine Güte. Knochenschäler, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So, Freunde, ich bin nämlich gerade ein bisschen irritiert. Wenn ich hier... Ach, hier muss ich draufklicken. Gut, hier drauf. Ey, das ist... Ja, ich vergesse das immer wieder mit dem draufklicken. Das muss ich noch verinnerlichen. So, und jetzt passt mal auf. Wir haben diesen Monat tatsächlich Menge 29.000, also knapp 30.000 Megawatt exportiert. Und das steigt auch. So, damit ist es der zweitwichtigste Export, den wir aktuell haben. Der hat nämlich gerade die Ziegel überholt. Und trotzdem sinkt das. Jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken, die Importe. Was ist denn hier so teuer? Wir importieren noch Pflanzen? Das ist... Hä? Wieso importieren wir noch Pflanzen? Das ist doch totaler Quatsch. Wir haben doch Pflanzen. Freunde, ich dachte hier tatsächlich, das tut sich von allein deaktivieren, wenn wir die Pflanzen haben. Macht's nicht, ne? Macht es nicht. So. Jetzt müsste doch aber eigentlich von hier... Warum passiert hier nichts? Müssen wir hier Waren verschieben sehen? Weil jetzt sind... Nee, was ist denn hier los? Freunde. Toni Ohne, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist. Doppelt hält besser, funktioniert ja. Richtig, rote Exporte von Exhorsen drücken. Wir müssen dem... Die brauchen eigene Aufgaben. Alles klar. Das muss man ja erstmal wissen, Freunde. Ich dachte, das machen die automatisch. Nee. Kornspeicher. Wieso kann ich hier nicht beladen? Ah, hier 100. Nee. Achso, das macht er automatisch, oder was? Macht er das automatisch, wenn ich hier eine Prozentzahl angebe? Weil ich kann hier unten nicht anklicken. Pflanzen, das geht nicht. Und entladen. Und entladen soll er... Soll er das... Ah, geht's jetzt vielleicht? Nee. 100%. Königsrosch, mein Bruder, Kuss war deine. Wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist. Da ist doch nur eine Sache. Ja, da ist nur eine Sache. Ach so, deswegen geht das nicht. Ah, alles klar. Ja, man muss es ja mal erfragen. Ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch muss dieser Speicherprozentsatz sein? Ich verstehe den Speicherprozentsatz jetzt so, dass es das, was er minimal drin lassen soll. Korrekt? Er kann das Ding ja eigentlich leer machen. Korrekt, genau. Gut. Wie fährst du jetzt los? Ah, du fährst schon los. Gut. Und machen das jetzt alle 4 Gabelstapler? Ja. Gut, da haben wir das doch. So, Freunde.
Die Volksrepublik Rajasthan ist gerettet, Freunde. Es ist soweit. Es ist soweit. Kracht die Lager voll, Freunde. Oh, die haben aber richtig zu tun, ne? Schaffen die das aufrecht zu erhalten, wenn die mit maximaler Produktion? Das glaube ich nämlich tatsächlich noch nicht, Freunde. Wow. Uiuiui. Uiuiui. Da werden 4 fast nicht ausreichen. Okay. Ich glaube, Freunde, hier müssen wir, glaube ich, nochmal was richten. Das wird nicht ausreichen. Das geht sich nicht aus. Wir können die Produktion so nicht aufrechterhalten. Wir brauchen noch einen weiteren Gabelstapler. Und dann schauen wir gleich weiter, was die nächsten Exporte sind. Gabelstapler Garage. Kann man hier so... Ach, geil. Freunde, geht das so? Schaut euch das mal bitte an. Geht das so, dass er da hinfährt, so dass er durch den anderen, durch das andere Ding durchfährt? Geht das? Oh, das wäre ja geil. Achso, wartet mal. Hier sind so. Nice. Boom. Können wir noch mal ein bisschen Geld ausgeben. So. Nee, geht glaube ich nicht. Dann müssen wir es hier ranbauen. Dann bauen wir es hier ran, Freunde. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Freunde. Ich bin jetzt ein Profi. Ah! Es geht nicht. Es geht nicht. Junge, ah! Wieso geht das nicht? Das muss doch gehen wie bei Straßen, oder nicht? Ach, komm schon. Dann bauen wir es einfach auf die andere Seite. Hier drüben haben wir einen Anschluss. Oh, wartet. Ach, das ist ja schon wieder. Das ist ja schon wieder. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ungepatcht, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraut, schön, dass du da bist. Und vielen, vielen Dank für dein Abo im 7. Monat. Vielen, vielen Dank für diesen geilen Support. Dankeschön. So, und ihr wollt Helmpflicht. Naja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Freunde. So. Upp. Jetzt klatschen wir mal alle in die Hände, wenn wir steigern das Bruttosozialprodukt, Freunde. Beziehungsweise unsere Volkswirtschaft. Checker und Genosse, Dankeschön. Und Relko, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Herzlich willkommen an diesem Freitagmorgen. So, Freunde, jetzt nochmal Gabelstapler. Gabelstapler Nee. Hier. Nice. So. Und jetzt... Achso, der könnte das jetzt hier auch so machen. Ja, Freunde. Jetzt müssen wir aber schon mal... Jetzt haben wir schon wieder den ersten... Jetzt ist schon wieder die erste Scheiße hier. Na, jetzt muss ich jetzt mal sagen an der Stelle. Jetzt ist hier schon wieder die erste Scheiße. Nee, das lassen wir so, Freunde. Das ist gut. Weil mein Plan ist nämlich tatsächlich hier in diesem Bereich hier... Möchte ich tatsächlich perspektivisch noch eine zweite... Noch eine zweite Dings bauen. Noch eine zweite... Hier, sag schon. Stofffabrik, Kleidungsfabrik. Ist das Klo verstopft? Nee, alles gut. So, Freunde, der hat hier Zulauf, passt, bauen lassen. Ich hoffe, das war jetzt hier nicht allzu teuer. Was kosten uns... Sag mal, können wir eigentlich so... Ah, wir hatten letztes Mal die, ne? Jetzt müssen wir... Jetzt haben wir ja keine Rubel mehr. Keine Dollar mehr. Jetzt müssen wir ja tatsächlich hier die Billion-Ost-Produkte kaufen, verdammt. Okay, so, wir weisen wieder was zu. Und zwar hier... Hier entladen. So, jetzt müssten die ja auch losdüsen. Und jetzt haben wir es, Freunde. Und jetzt sieht das schon mal ganz gut aus. Wir gucken uns das jetzt ganz kurz an. Und dann gehen wir wieder auf die Import und schauen, was wir eventuell noch minimieren können. Wie sieht denn das aus? Ah, guck mal, die haben ja richtig zu tun, ne? Die haben ja richtig zu tun. So, und jetzt schauen wir mal. Ah, jetzt haut's mit den Pflanzen natürlich hin. Wir hätten gar keine Zähne gebraucht, ne? Wir hätten gar keine Zähne gebraucht. Egal. Egal, egal, egal. Besser haben als brauchen, sage ich immer. Kostet denn das irgendwie? Und das ist mir tatsächlich... Ah, Gebäude ist ohne Stromversorgung. Ach so, weil hier irgendwas abgerissen... Nee. Ja doch, ich habe hier was abgerissen, Freunde. Ah, shit, ah, shit, ah, shit. Ich habe hier versehentlich noch was weggerissen. So, jetzt läuft wieder alles. Gut. Du hättest es da übrigens da lassen können. Wir hätten ja wahrscheinlich noch eine Kreuzung anlegen müssen, ne? Wahrscheinlich. Nehme ich an.
Ist jetzt egal, wir lassen das jetzt so. Ich finde, das sieht auch so ganz gut aus. Das passt schon, das passt schon. Ja, Kreuzung bauen, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich denke, so ist auch okay. So ist auch okay, weil jetzt haben wir hier eventuell auch nochmal Möglichkeiten, vielleicht hier einzelne Gabelstapler nochmal eine andere Zuweisung zu geben. Das sollte ja gehen, oder? Dass man hier die Gabelstapler aufteilt. Oder mehrere Aufgaben. Das ist 2 von 10, genau. Seht ihr? Da könnte man ja notfalls noch mehr machen, sodass die gegebenenfalls, wenn wir das später mal noch irgendwie Bedarf haben, vielleicht das eine oder andere noch anders machen. So, jetzt das läuft jetzt auf jeden Fall. Okay, hier sind wir. Und seht ihr? Hier wird doch ganz schön viel verbraucht. Das geht sich gerade so aus, Freunde. Also wenn wir das Ding hier auf 100 laufen haben, wow. Dann kriegen selbst die 8 Gabelstapler, sehe ich das jetzt hier richtig, nicht versorgt? Doch. Doch, es haut hin, es haut hin. So, Chemikalien kaufen wir weiter ein, das ist klar. Jetzt gehen wir nochmal auf die Importe, Freunde. So, Wirtschaft. Dieser Monat. Importe. Ey, Freunde, das ist ja insane. Die Importe sind fast weg. Wir haben nur noch, wir importieren nur noch Chemikalien, Essen, Fleisch, Kleidung. Naja, Kleidung, wie gesagt, das wollte ich jetzt nicht verteilen, sondern das haben wir erstmal nur verkauft, Freunde. Jetzt wäre die Überlegung, eine Lebensmittelfabrik. Eine Lebensmittelfabrik, um tatsächlich unsere, also die wir auf einer niedrigen Produktionsstufe laufen lassen, also mit relativ wenig, um unsere Bevölkerung mit eigenen Lebensmitteln zu versorgen. Ist das Wurf? Nekromant, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist. Freunde, was habe ich denn schon wieder vergessen? Freunde, ihr müsst mich doch auch mal dran erinnern. Daniel, bist du noch da? Daniel, ich hoffe, du bist jetzt nicht gegangen, weil du dir denkst, okay, da muss ich woanders meinen Kaffee trinken gehen. Freunde, lass uns mal mit Daniel und noch mit einigen anderen hier tatsächlich. Freunde, ich habe es tatsächlich verrissen. Daniel und Marco. Freunde, ihr beide, ihr kommt jetzt mal hier ran und jetzt stoßen wir mal gemeinsam an. Kling. Freunde, es gibt einen sozialistischen Bruderkuss. Wie sie es gehört. Hoch die Tassen, Freunde. Lasst uns gemeinsam einen Schluck Schwarzes trinken. Prösterche. Dankeschön. Und sorry, dass ich heute manchmal... Ich bin heute, glaube ich, zu früh reingestartet. Ich bin schon seit 6:30 wach. Weil ich so voller Vorfreude war auf dieses Spiel, tatsächlich. Du hältst durch und ich halte durch und nächstes Jahr gehen wir einsaufen. Ah, Daniel, wir gehen jetzt einsaufen. Rösterchen, los, komm. Prost. Und Bakerman, dir einen wunderschönen guten Morgen. Dickes, dickes, fettes Herz, schön, dass du da bist. So, Freunde, also wir haben auf jeden Fall die Ausgaben im Griff jetzt und zwar mega. Danke, dass ihr mir das, dass ihr mir das jetzt nochmal gezeigt habt. Ich muss wirklich sagen, es ist ultra komplex, aber es ist ultra geil, wenn es jetzt läuft, weil die Sache ist, seht ihr das? Wir machen jetzt, glaube ich, alleine durchweg nur deshalb plus, weil wir Strom exportieren. Alleine das reicht schon. So, die Chemikalien werden recht teuer. Und das Essen ist tatsächlich das zweitteuerste Posten. Der knapp dahinter ist. Okay. Es ist der zweitteuerste Posten. Das sieht gut aus, Freunde. Also die Wirtschaft läuft. Jetzt müssten wir mal schauen, wenn wir Lebensmittel produzieren wollen würden. Wir haben ja ein paar LKWs, die wir tatsächlich auf Halde haben. Nee, keiner hier. Ich glaube, wir könnten aber welche rausnehmen, weil ich glaube, die stehen immer blöd hier rum, ne? Ihr solltet nichts weiter... Obwohl, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Jetzt haben wir tatsächlich durch die Produktionshochdrehung haben wir A genügend... Das ist ja perfekt, Freunde. Mega. Mega, mega stark, Freunde. Wir haben wir produzieren genügend Kleidung. Oh, jetzt ist ja nur noch wichtig, dass das hier ausreicht, ne? Gesamtkapazität 1000 Tonnen. Das ist halb voll 400 Tonnen. Ah. Freunde. Jetzt ist aber natürlich das Problem, es wird nur der Speicher angerührt, ne? Diese anderen Speicher. Die werden ja gar nicht angerührt. Oder verlegen diese Speicher irgendwie hierhin? Wahrscheinlich nicht, ne? Müssen wir da wieder... Müssen wir hier vielleicht eine Kreuzung hinsetzen? Oder zwei Kreuzungen mit Gabelstaplern, die von hier nach hier bringen das Zeug? Verstehe ich das richtig?
Also zumindest macht es gerade den Eindruck auf mich. Als ob. Ja, müssen wir mal gucken. Also wir haben erstmal genug. Ich will es jetzt erstmal nicht bauen, wenn es jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Aber ansonsten könnte es sein, dass wir hier tatsächlich nochmal ein bisschen was umsetzen müssen. Und hier vielleicht noch die ein oder anderen Gabelstapler reinsetzen, der tatsächlich die ganze Zeit Pflanzen in diesen Silo bringt, von dem aus wir tatsächlich die ganze Zeit nehmen. Aber vielleicht füllt sich das auch automatisch noch um, sobald der leer ist, aber ich glaube fast nicht, ne? Wird sagen, ja, was? Wird sagen, ja, umbauen oder es füllt sich automatisch um? Das sind keusche Speicher, die möchten nicht angefasst werden. Weil die Produktion hier, die läuft super. Die läuft auf Hochtouren. Freunde, wir haben 12 Tonnen Kleidung. Wow. Wo sind denn unsere ganzen LKWs? Wo sind denn unsere ganzen LKWs? Die können vielleicht nicht so schnell fahren, ne? So, der holt Kleidung. Wo ist denn hier der nächste LKW? Ah ja, der hat 8,4 Tonnen Stoff. Du holst Kleidung. Und du hast auch 8,4 Tonnen Stoff. Hatten wir nur so wenige? Wie hoch ist eigentlich der antiimperialische Schutzwall zurzeit? 2,30 Meter. Er wächst aber. Robin, wieso nur? Ich brauche eine Unterschrift für den Brief. Da muss ich hochgehen. Jetzt sind die am Lift am Reparieren. Oh Gott, 11. Stock. Oh Gott. No way. Also ein Einschreiben. Mega ärgerlich. Mega ärgerlich, Freunde. So, das geht. Also wir brauchen noch zwei weitere LKWs, Freunde. So leid, wie es mir tut, für unseren Finanzminister. Wir brauchen noch zwei weitere LKWs. Und zwar brauchen wir einmal einen 6-Tonner. Tonnen. 3,5 Tonnen, das ist zu wenig. 0,75. Wo haben wir denn diese 8-Tonner hergehabt? Wo haben wir diese 8-Tonner hergehabt? 0,7, 6,5, 2,3... Ah, hier. Ah, die finde ich sehen schöner aus. Ja, die sehen viel moderner aus. Also auch danach muss es gehen. Zumindest brauchst du dann heute nicht mehr ins Fitness. Ja, das ist richtig. Das kannst du dir dann heute sparen. So, Freunde. Du gehst hier hin. Und hier hin. Und hier holen wir nochmal uns Kleidung. Es läuft, Freunde. Ich glaube tatsächlich, die Wirtschaft von Rajasthan ist gesichert an der Stelle. Das sieht nämlich richtig, richtig gut aus, Freunde. Wir produzieren gerade so viel, dass wir hier noch zwei weitere LKWs losschicken können, Freunde. Krass. The Doom, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist. Und Kaboom, auch dir ein herzliches Willkommen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist. Umbau. Okay. Umbau. Ah, werden wir uns tatsächlich mal ranmachen müssen, ne? Hm. Ach so, aber wie machen wir das denn? Hier muss eine Kreuzung ran, hier muss eine Kreuzung ran und hier muss eine Kreuzung ran. Und eigentlich müssen hier noch irgendwie Gabelstapler ran, wenn ich das richtig sehe. Boah. Ist fast ein bisschen eng, ne? Aber wir müssen es umbauen, Freunde. Wir müssen es umbauen, weil der Speicher wird definitiv leer laufen demnächst. Wir haben jetzt schon knapp 200 Tonnen Pflanzen verbraucht. Ist halt mega krass, wie viele Pflanzen hier weggehen.
Oder direkt mit LKWs. Und die LKWs bringen das wohin? Die LKWs, können die das hier in das Silo beliefern? Das wäre wahrscheinlich die einfachste Art, ne? Die könnten aus den jeweiligen... Von Lager zu Lager. Wie wäre es mit einer Kreuzung? Ja, also angeschlossen sind ja alle. Also fahrtsvoll. Also tatsächlich das Leichteste, was ich jetzt gerade sehe, wäre jetzt in meinen Augen tatsächlich das mit LKWs zu machen. Weil alles andere wird hier wahrscheinlich unendlich friemelig, ne? Also ich glaube tatsächlich, das Einfachste jetzt gerade wäre es, mit LKWs zu lösen. Weil wir können hier tatsächlich, die Zufahrten sind da überall. Von Kornspeicher zu Kornspeicher, genau. Ich glaube, das machen wir. Freunde, ich glaube, das machen wir. Obwohl natürlich effektiver wahrscheinlich diese Geschichten hier wären, ne? Wir machen es mit LKWs, Freunde. Wir machen es mit LKWs. Das ist mir ansonsten hier, das wird mir zu eng. Und da müssen wir schauen, was für LKWs brauchen wir denn da? Ach, schon auch die, oder was? Oder können wir das nicht auch mit Kippern machen? Nee. Gibt es hier noch andere außer die? Trockenmasse? Nee. Das können wirklich nur die, schade. Und wir probieren es jetzt einfach mal mit zwei Stück von der Sorte. So. Wir schauen es uns mal an. Wie sieht es im Gesundheitswesen aus? Das sinkt tatsächlich gerade. Sättigung ist bei 99%, die Alkoholabhängigkeit. Was kann man denn gegen die machen, Freunde? Also, weil jetzt langsam nimmt es bedrohliche Ausmaße an. 42% ist heftig. Also wirklich fast jeder Zweite ist hier hart am Bechern irgendwie. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ja, die Linien konnte ich jetzt aber in dem Fall nicht kopieren, weil es zwei unterschiedliche Silos sind. Wenn es dann soweit ist, dass wir noch mehr LKWs brauchen, dann kann ich kopieren. Prinz Ipo, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast und vielen, vielen Dank für dein Follow. Grüße, Genosse. Wir müssen jetzt bloß erstmal gucken, ob wir das hier irgendwie aufrechterhalten können. Wir müssen es bei 200 Tonnen, würde ich jetzt erstmal schauen, zu gucken, ob wir es halten. Wir brauchen wahrscheinlich noch zwei weitere LKWs, nehme ich an. Weniger Alk, dazu. Na, das ist ja keine Lösung. Das ist ja keine Lösung. Das kann doch keine Lösung sein, jetzt die Bars zu schließen. Gibt es da nicht irgendwo andere Möglichkeiten, dass man sagt, Freunde, macht was anderes. Geht arbeiten. Ohne Alkohol. Aber diese zwei scheinen genau auszureichen. Wenn wir es bei 200 Tonnen halten können, wäre perfekt. Wäre perfekt. Jetzt ist natürlich die Frage, Freunde. Brauchen wir im nächsten Jahr... Brauchen wir mehr Felder? Weil ich glaube tatsächlich, diese Fabriklinie hier, die wir hier haben, die verbraucht so viel Pflanzen. Freunde, das habe ich wirklich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, die Felder reichen nicht. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Geräte kaufen für die neue Saison und hier vielleicht wirklich noch ein, zwei Felder noch anschließen. Würde ich fast behaupten. Also wir könnten hier noch ein großes Feld machen und hier noch ein großes Feld. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall machen. Noch mindestens zwei weitere Felder. Um hier tatsächlich, weil die Speicher sind auf jeden Fall noch nicht voll. Na, das haben wir ja gesehen gehabt. Die waren so zu 50% gefüllt. Da geht auf jeden Fall noch was. Realmax, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist. Und Süchtling, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Dickes, dickes, fettes Herz, schön, dass du da bist. Gegen Alkoholismus kannst du zum Beispiel einen Radiosender bauen, der gegen Alkohol propagiert. Ja, machen wir das.
kostet das? Dum, 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 dum. 350.000? Ja, mach mal nicht. 400.000? Gut. Ja, oder wir ergeben uns der ganzen Sache und wir bauen einfach noch eine Bar. Weil die ist günstig. Die können wir bauen. Ja, das mit der Prohibition in der Geschichte immer so gut geklappt. Ist das denn wirklich so? Oder hat das nicht eher die Kriminalität beflügelt? Da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so sicher. Stichwort Al Capone. Ist Al Capone nicht deswegen so reich geworden, weil er tatsächlich die Prohibition am besten zu nutzen wusste? Also irgendwie ist mir so. Ja, daher war Al Capone ja auch in der Zivilbevölkerung von Chicago ja auch so sehr populär. Ich weiß auf jeden Fall, dass es, glaube ich, der erste Gangster war, der tatsächlich sich nicht gescheut hat, tatsächlich so in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ne? So medial, glaube ich, ne? Der war sich ja seiner Verurteilung da auch so sicher, dass er eigentlich nicht verurteilt werden kann, ne? Glaube ich, wenn ich das irgendwie so richtig in Erinnerung habe. Radiosender und TV-Sender können das Religion und Alkoholabhängigkeit zu senken, ist aber recht teuer. Okay. Also die Religion meinst du? Ja, diesen Bedarf an Religion. Auch dafür habe ich heute tatsächlich noch heute früh noch eine Mod runtergeladen, Freunde. Also ich habe hier tatsächlich diese Stadtgebäude runtergeladen, wo wir tatsächlich richtig geile Altbaugebäude bauen können. Die sehen mega cool aus. Und ich habe tatsächlich uns eine DDR-Sporthalle runtergeladen und ein paar Kirchen. Bei den Kirchen bin ich mir aber nicht sicher, ob ich die überhaupt setzen will, weil ich meine... Naja... Die sollen in die Kirche gehen, die sollen hier... Das ist unsere Religion! Das ist unsere Religion! Jeans für den Klassenfeind herzustellen, das ist unsere Religion, Freunde! So, wir brauchen noch einen Traktor. Das bauen wir mal gleich, bevor ich es wieder vergesse. Ein Traktor... Ne, wir brauchen zwei Traktoren. Und noch hier, Mähdrescher. So. Perfekto! Richtig, richtig, richtig. Die wählen für die Parteifunktionäre. So ist es nämlich. So ist es nämlich. Das ist das Ziel. Sehr gut erkannt. Pepper, ja, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraut, schön, dass du da bist. Freundschaft genossen! Er war in der Bevölkerung auch ziemlich beliebt. Ja, genau, ne? Also ich nehme an, Süchtling One, du sprichst jetzt noch von Al Capone, genau, ne? Also ich glaube, ich kann mich da irgendwie dran erinnern, dass er sich, glaube ich, tatsächlich da ganz problemlos hat festnehmen lassen damals und sich seiner Verurteilung da so sicher war, dass er nicht verurteilt wird bei der Verhandlung, ne? Und dann wurde er halt irgendwie für Steuerhinterziehung verknackt am Ende oder sowas halt, weil die Regierung sich nicht anders zu helfen wusste. Aber, warte mal, also Doom, das ist jetzt wichtig, aber kannst du auch im Gefängnis die Abhängigkeit senken, aber sind dann nur ein kleiner Satz von den Leuten. Okay, was können wir hier machen? Was können wir ja machen? Also erstmal die Regierungsloyalität erhöhen, ja. Ach so. Ja, das lassen wir mal aus, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Alkohol gibt's hier ja gar nicht. Ach, hier! Erziehung. Propaganda von Alkohol. Also ich nehme an, mit Propagierung von Alkohol heißt, dass umso höher ich das drehe, umso eher sinkt die Alkoholabhängigkeit, nehme ich an. Genau. Nee. Jetzt steigt ja die Alkoholabhängigkeit. Hier, Minus muss ich gehen. Genau. So. Religion können wir auch noch ein bisschen runter... Religion können wir nicht runterdrehen. Die Propaganda mal ein bisschen hoch.
So. Perfekt. Finde es schade, dass es das Game nicht bei MMOGA gibt. Ungepatchtes Spiel gibt es aktuell gerade gar nicht zu kaufen. Ist das Problem. Seit vorgestern nicht mehr auf Steam erhältlich. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es tatsächlich bei MMOGA auch nicht drin ist. Aber wahrscheinlich ist es bei MMOGA eher der Grund, weil es ein Early Access Titel ist. Aber aktuell gibt es das Spiel gar nicht zu kaufen. Denn es gibt aktuell einen Rechtsstreit. Das war gestern Thema im Stream. Ein Rechtsstreit, ein recht marginaler und eigentlich, ja, nicht wirklicher Rechtsstreit. Religion muss man wiederum hochdrehen. Das schauen wir uns mal an. Okay. Aber das läuft dann... Ah ja. Gut. Machen wir mal so. So. Dankeschön. Ja, Freunde, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. So, Export, Importe. Ja, Essen ist halt, ne? Das Problem ist, Essen können wir uns, glaube ich, gar nicht leisten, jetzt was zu bauen. Weil ich tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt gerade mal Februar. Wir brauchen ja jetzt noch ein halbes Jahr, bis die nächsten Pflanzen in die Silos kommen. Und das sagt mir tatsächlich, das wird eng. Freunde, das wird eng dieses Jahr. Wir hatten echt zu wenig Felder, ne? Also es rattert hier richtig heftig nach unten. Wir haben ja noch 700 Tonnen, 900 Tonnen und wir sind gestartet, als wir das angefangen haben anzugreifen mit 1500. Das wird richtig, richtig eng. Das wird richtig, richtig eng, Freunde. Wow! Weil die Produktion hier so gut läuft. Das ist natürlich auf der einen Seite schön, ja, auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen beängstigend, dass uns vielleicht tatsächlich die Pflanzen ausgehen. Jetzt ist natürlich die Frage, bauen wir hier noch irgendwas an? Also wir haben jetzt 3, 4, 7 große Felder, 3 kleine. Könnte hier natürlich noch ein Feld hinsetzen, ne? Weil der Betrieb so wird in sich so geschlossen bleiben. Hier werden wir tatsächlich nicht mehr viel machen können. Wenn wir tatsächlich noch mehr aus irgendwelchen Pflanzenteilen etwas herstellen wollen, glaube ich, brauchen wir einen weiteren Bauernhof, ganz einfach, um das Ganze irgendwie zu stemmen. Weil ich weiß ansonsten nicht, wir kriegen das auch platzmäßig ja gar nicht alles mehr unter. Also eigentlich könnten wir jetzt hier auch zumachen und sagen, wir bauen jetzt hier noch irgendwie 1, 2 Felder hin. Um das Ganze irgendwie noch zu bepflanzen, damit wir auf jeden Fall auch jedes Jahr schön voll sind mit Pflanzen, ne? Religion musste hochgehen, weil gegen Religion propagiert wird, genau, das hat man ja gerade. Da bin ich halt, das ist halt manchmal so ein bisschen schwer zu verstehen, um das nochmal Revue passieren zu lassen jetzt gerade, warum ich jetzt gerade nicht geguckt habe. Weil das eine musste runterdrehen, das andere hoch, ne? Also eigentlich hätte ich jetzt auch so verstanden, Propagierung, achso, Propaganda gegen. Ach ja, hier steht es ja auch im Wortlaut tatsächlich, ja. Sorry, jetzt sehe ich es. Jetzt lese ich es gerade richtig. Ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ist... Verstehe, verstehe, verstehe. Ich finde es lustig, dass man auch sagen kann, gib dich dem Alkohol hin. Ja, sorry, du bist jetzt hier noch 4 Jahre lang im Gefängnis. Ganz ehrlich, wir haben mit den Parteifunktionären gesprochen. Für dich gibt es hier keine Zukunft. Hier ist dein täglicher Bedarf an Wodka. Bitteschön. Also 20 Felder anschließend. Cliffy, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist. Ich muss tatsächlich sagen, lieber baue ich noch einen zweiten Strang auf. Das wird mir sonst ja zu viel. Ich würde es ein bisschen schön haben, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt hier vielleicht so in sich herum... Obwohl, ich glaube, wir lassen es erstmal so. Wir lassen es jetzt erstmal so. Wir haben ja jetzt nochmal 2 Felder angebracht. Ich würde tatsächlich mal schauen, wir haben jetzt hier... 211, 300, 700 Februar. Im August geht die Ernte los. August, September, 6 Monate. Wir haben jetzt irgendwie... Oh. Nee, wir bauen mal noch ein paar Felder, Freunde. Wir müssen noch ein paar Felder bauen. Das wird sich nicht ausgehen. Und zwar möchten wir eins hier hinsetzen. Oh, noch so ein bisschen. So. Naja, so richtig gerade kriegen wir es nicht. Oh. Steuerung ist doch schon die Taste, ne? Dass man das hier so ein bisschen fein justiert. Oder ist das alt? Nee, schon Steuerung. So.
Er wurde eine Frohnaturmklasse. So, wir könnten links und rechts noch eins ransetzen. Dann weiß ich aber jetzt schon, dass wir noch 2, 4, 6, 10 Stück. 4, 6, 10 Stück. 4, 6, 8. Das heißt, wir brauchen noch zwei Traktoren, damit wir auch die Aussaat komplett schaffen. Jetzt haben wir von allem 10 Stück. Okay. Das sollte zumindest dann funktionieren im neuen Jahr. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen das Risiko ein, Freunde. Und werden hier noch... hier noch eine Straße rausführen lassen. Und dann bauen wir noch zwei Felder, dann ist aber wirklich gut. Dann ist aber wirklich gut. Ich überlege halt, ob man hier einfach ein paar mittlere baut, weil es sieht vielleicht schöner aus. Ich finde, diese großen sehen halt tatsächlich nicht so geil aus. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Also, das ist mir schon ein bisschen zu groß. Ja komm, scheiß drauf. So, erfüllt ja seinen Zweck. So, dann haben wir hier nämlich, ich baue es mal so. Dann haben wir hier nämlich auch noch ein bisschen Platz, um eventuell noch eine Straße hier durchzuziehen. Wir wissen ja nicht, was noch kommen mag, ne? So. Anbindungen schaffen und dann ist das erledigt. Habt ihr vorhin nicht richtig zugehört? Was war mit dem Rechtsstreit? Es gibt tatsächlich, es gibt wohl einen Content Creator, der tatsächlich das Spiel sehr liebt, um es kurz zu halten, der das Spiel sehr liebt. Er hat tatsächlich es gibt hier den sogenannten Kosmonaut-Modus, was so der Realistik-Mode ist. Den hat er wohl angestoßen von der Entwicklung her, bei den Entwicklern. Hat sich aber dann im Nachhinein, als der dann wirklich auch im Spiel implementiert wurde, erhofft, dass er tatsächlich dafür entlohnt wird. Das wurde er nicht und jetzt hat er tatsächlich den Publisher bzw. den Softwareentwickler dafür verklagt. Und da gibt es jetzt gerade einen Rechtsstreit, weil er den Claim drauf hat und ja, jetzt ist das Spiel bei Steam nicht mehr erhältlich. Ein bisschen zu groß. Mimi. Die Arbeiter brauchen Nahrung. Ist ja okay. Die 96% Stimmung kommen wahrscheinlich nur durch den Alkohol. Aber Knochenschilder, da wollen wir ja nicht so ins Detail gehen, oder? Ist doch richtig so. ist doch gut, oder? Bin mir jetzt gar nicht, jetzt bin ich total verunsichert. Ist das nicht gut, wenn die Stimmung hoch ist? 355 Tonnen, 500 Tonnen haben wir hier noch. 200. Das sieht gut aus. Also wir haben es auf jeden Fall, Freunde, das muss ich jetzt nochmal sagen. Ich glaube, das war richtig, dass wir hier tatsächlich die LKWs genommen haben. Denn die halten perfekt den Verbrauch. Perfekt sogar. Das ist richtig, richtig gut. Perspektivisch werden wir, glaube ich, aber noch einen vierten Silo dieses Jahr anbauen. Weil ich glaube, ansonsten verschenken wir tatsächlich an dieser Stelle dieses Jahr, nämlich ansonsten tatsächlich dann vielleicht ganz einfach Ressourcen. Und das möchte ich, wenn möglich, vermeiden, Freunde. Kosten so ein Silo eigentlich? Ach du Scheiße, 30.000 Rubel. Und perspektivisch nehmen wir das Ding erstmal hier so zur Rückhand. Aber das sollte ja langen, oder? 800 Tonnen. Was ich ein bisschen schade finde, Freunde. Ich würde sehr gern wissen. Ich würde wirklich so, so gern wissen, wie viel... Ich würde so gern wissen, wie viele... Wie hoch könnte der Ertrag sein? Das würde mich echt mal interessieren. Also der mögliche Ertrag von so einem großen Feld. Den fände ich ganz interessant. Die LPG kann nur 10 Felder bewirtschaften. Ich denke mehr. Ich denke 20. Aber jetzt haben wir haben auf jeden Fall mehr als 10. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 Felder haben wir. Nico, es wurde erst gerade gesagt, dass es an die 20 Felder sind oder 18 Felder, die man hier tatsächlich bewirtschaften kann maximal.
Ja, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Das Feld hier hinten ist useless. Das bewirtschaftet. Nee, doch, der macht's mit. Der macht's mit. Es geht, man kann ja die Reichweite hochstellen. Und der bewirtschaftet alle. Es geht. Ich habe jetzt nur die Reichweite hochgestellt. Es leuchten zumindest alle auf. Also es sollte gehen. Ja. Hier schaut an. Es sind mehr als 10. Sind auf jeden Fall mehr als 10, würde ich sagen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Felder. 13 Felder sind's. Also das passt. Kann man manuell das, ja, oder Reichweite erhöhen. Nee, ich find's so super. Ich find's so super. Und Freunde, wir haben jetzt hier Kleidung. Und das läuft, ich finde, das läuft richtig, richtig gut. Wir können doch perspektivisch hier noch irgendwo einen zweiten, LPG, landwirtschaftliches Kombinator irgendwo mal aufbauen, tatsächlich. Jetzt geht, Freunde, es läuft auf jeden Fall, es läuft. Ja, guck mal, jetzt geht das hier los. Meine Frage für die Aussaat. Benötigt man Pflanzen für die Aussaat? Also werden jetzt Pflanzen aus den Silos gezogen, um tatsächlich auszusehen? Also ist dieser Begriff Pflanzen alles, also dass das halt zum Textilweiterverarbeitung ist, aber auch Aussaat, also quasi Körner? Nee, das nicht. Okay. Okay. Ja, aber läuft. Läuft, 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 läuft. Die ganzen Felder hier laufen. Hier 82 Leute, hier 70 von 80. Perfekt. Wir haben 53 Tonnen Stoff. Jetzt haben wir doch ein bisschen zu viel Kleidung verkauft. Du wirst mal neue Sachen machen. Und zwar keine Kleidung, sondern Stoff. Stoff. Ah, wartet mal. Beim Verkaufen, hier sind 0,3 Dings drin. Das müssen wir jetzt mal mit reinklicken. Was hast du? Stoff? Stoff. Passt. Aber, ah, das ist ja auch schon wieder ärgerlich, Freunde. Ich sehe das gerade. Es kann immer nur ein LKW beladen werden. Schade. Kann man das noch irgendwie ändern? Dass hier mehrere LKWs beladen werden? Weil jetzt haben wir nämlich folgendes Problem. Er steht jetzt hier und wartet jetzt darauf, dass die Kleidung kommt. Sollte jetzt hier tatsächlich an der Stelle ein weiterer LKW kommen, kann der nicht reinfahren. Kann man das noch irgendwie ändern? Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Ja, Freunde, wir haben immer noch keinen Namen für unsere Stadt. Das möchten wir heute mal klären. Könntest eine Ladestation dazu bauen? Unter was finde ich die? Alaska, schreib's gerade. Es gibt eine Station zum Beladen. Stückgut. Ist das die Straßenladestation, ist es diese? Ist das korrekt? Es müsste diese hier sein, ja? Hm. Aber natürlich richtig schön scheiße gebaut. Redshire? Das muss irgendwas Sozialistisches sein. Irgendwas Sozialistisches. Radgrad? Was haltet ihr denn von, ja, das kriegen wir ja so nicht rein. Das ist natürlich mega ärgerlich. Eisenhüttenstadt. Grande Rüde, einen wunderschönen guten Morgen. Dickes, dickes, fettes Herz. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Oder, ja, Karl-Marx-Stadt gab's ja, ne? Ernst-Thielmann-Stadt, das klingt nicht so geil. Ja, seht dann, jetzt passiert hier nämlich Folgendes. Der ist erst zur Hälfte beladen und der kann aber schon wieder. Na, egal. Rattau! Das könnte was werden. Aber gibt's denn vielleicht irgendwie einen Querverweis auf unsere Volksrepublik? Also irgendwas auf was, ne, so auf irgendwas Sozialistisches. Das fände ich am schönsten. Genau.
Ja, Eisenhüttenstadt ist, glaube ich, ist es Eisenhüttenstadt, die, also es ist ja hier irgendwo im Osten, ist es, glaube ich, die Stadt, die wirklich erst in den 40er, 50er Jahren entstanden ist und wirklich so eine sozialistische Reichsbrett-Erfindung sowas in der Richtung, ne, sein. Erfurt, auf gar keinen Fall. Oh ja, auf jeden Fall! Es ist ja eine reale Stadt, also es muss schon irgendwie auch etwas sein, was es natürlich in Wahrheit nicht gibt. Das wäre mir schon wichtig. Wir kriegen dieses scheiß Gebäude hier so nicht hingebaut. Da müssen wir warten. Das ist ärgerlich. Müssten halt ja alles wieder umsetzen. In Erfurt ist super schön. Erfurt ist super schön. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts dran auszusetzen. Erfurt ist eine richtig schöne Stadt. Meine beste Freundin kommt aus Erfurt. Das ist super schön da. Aber ich möchte nicht irgendwie reale Städtenamen nehmen. Und Stalingrad auch nicht. Das machen wir auch nicht. Ratiswerda, das finde ich ganz, tatsächlich ganz interessant. Ratiswerda, tatsächlich meine Herkunft, ich komme ungefähr, also Hoyerswerda ist tatsächlich ungefähr, ja, so 20, 25 Kilometer entfernt von da, wo ich wohne. Oder herkomme ursprünglich. Ratiswerda finde ich ganz interessant. So, jetzt kommen hier nämlich schon wieder die nächsten LKWs. Und das ist scheiße. Die bringen, die wollen zu viele Kleidung kaufen. Du sollst beides mitnehmen, Freunde. Ihr soll, genau, der soll einfach beides einpacken. Ja, perfekt. Ist doch viel geiler. Ja, geil. Dann habe ich ja gar nicht gedacht. Engelsort. Na, ist das nicht zu kirchlich? Also tatsächlich, Ratiswerda von The Doom hat es mir bisher schon am meisten angetan, Freunde. Wir brainstormen mal noch ein bisschen. Kann vielleicht mal jemand bitte die ganzen, also hier sowas wie Neustalingrad bitte nicht, aber vielleicht schon mal so ein bisschen sammeln, dass wir mal eine Umfrage machen gleich. Ihr seid für immer an diesen Kanal gebunden. Solange ich live bin, schaltet ihr ein und lasst sofort ein Follow da, falls ihr dies noch nicht getan habt. Red Attitude, seines Zeichen Mentalist und, ja, Führer der Volksrepublik Rajasthan. Herzlich willkommen. Clara Nostrein, wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. Ah, wie Friedrich Engels. Das ist Engelsort. Oh ja, das kommt mit rein, Freunde. Das kommt mit rein. Also, Ratiswerda, Engelsort. Jetzt stark. Habe ich gar nicht dran gedacht. MNG, super. Ja, geil. Ja. Finden wir noch was? Wie gesagt, keine realen Stadtnamen. Keine realen Stadtnamen, auch nicht irgendwie so ein Teil, also sowas wie Neu-Stalingrad, möchte ich tatsächlich nicht, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Namen Stalingrad, gerade in Verbindung wegen Stalin, furchtbar. Also da kriege ich immer ganz schlechte Vibes. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn ich an Stalin denke, muss ich immer an so ganz viele Verbrechen denken, die der begangen hat tatsächlich. Und finde es ganz furchtbar, dass es tatsächlich immer noch Leute gibt in Russland, die tatsächlich das irgendwie geil fanden anscheinend. Das finde ich ganz, ganz furchtbar, wenn ich sowas lese oder sehe. Aber voll... Ratowitz. Ratowitz ist auch geil. Ratowitz ist auch geil. Bin mal kurz weg, bis gleich. WB, dann gleich wieder, ne? Welcome back, hoffentlich. Ratowitz finde ich geil. Das ist auch gut. Ratigrad, ma? Knochenschäler, danke! Also pass auf, laut Wiki haben die Felder folgenden Output pro Ernte. Small 10 Tonnen, Medium 40 Tonnen, Large 120. Geil, danke! Mega wichtig zu wissen. 360, 640, 960, 1080, 1120, 1160, 2220. 2220 Tonnen, wenn wir es schaffen, alles komplett zu beackern hier. Rattau, ja?
Gazil finde ich, auch geil. Und das Geld fließt, Freunde. Heute gibt es Öl. St. Loriburg. Lori, was sagst du dazu? Ah, die schläft. Die andere Frage ist ja, wie benenne ich denn überhaupt einen Ort? Wie kann ich denn meine Stadt benennen? Wie geht denn das? Michaelhausen? Nee. Münchshausen. Klicke auf den Stadtnamen auf der Karte. Ja. Ach, hier. Achso, das ist das Stadtgebiet bisher. Alles klar. Ah ja, okay. Gut, gut, gut. Danke. Dann wissen wir schon mal, wie das geht. Ich mache dann, wir brainstormen noch ein paar Minuten. Und da mache ich mal kurz eine Umfrage. Dann können wir mal abstimmen, was es werden soll. Aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Also ich finde es erstmal geil, dass das hier alles läuft. Dass die auch bei Nacht arbeiten. Krishniri Gorat. Wo kommt das denn her? Was könnten das? Ist irgendwas aus dem. Das erinnert. Slayer, das erinnert mich tatsächlich an DayZ. Da muss ich an DayZ denken. Russisch Rattenstadt. Oh. Oh, das kommt mit rein. Slayer, da hast du mich. Das kommt mit in die Abstimmung. Finde ich gut. Kannst du Russisch oder hast du das gerade übersetzen lassen? Kannst du ein bisschen Russisch oder hast du es übersetzen lassen? Mega gut. Chapeau. Google, okay. Ja, kann ja sein. Also tatsächlich, wäre ich ein bisschen älter noch, hätte ich ja wahrscheinlich ein bisschen Russisch gelernt. Also mein Bruder kann auch relativ gut Russisch. Der hatte das, glaube ich, 6 Jahre lang. Und der kann tatsächlich noch richtig, richtig... Also der könnte jetzt wahrscheinlich keine längere Konversation führen mit jemandem, aber... Der kann zumindest die Grundsachen und seine Grundbedürfnisse könnte auf jeden Fall kundtun, glaube ich, noch. Also das würde noch gehen. Ratovic finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ja, kommt mit rein. Es wäre nice, wenn sich einer von euch verantwortlich fühlt, das mal sich kurz irgendwie ein bisschen zu notieren und mir dann einfach mal, wenn ich sage, ich will eine Abstimmung machen, nochmal kurz alles zusammengefasst, die ganzen Namen aufzuschreiben, dass ich das dann mal so grob zusammenfassen kann und dann gleich eine Umfrage starten kann. Das würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, jetzt schauen wir uns nochmal... Also, Freunde, perfekt. Es sieht richtig, richtig gut aus, was die Wirtschaft betrifft. Wir haben jetzt einen neuen Monat. Ja, momentan, es läuft hoch. Ja, ja, ja. Weil wir gerade eben Stoff verkauft haben. 3300 Rubel, sehr schön. Und Chemikalien und... Ja, Essen, Fleisch, Kleidung, das geht alles. Das geht alles, sehr gut. Also wir machen jetzt auf jeden Fall wieder anständig Plus. Das ist schon mal wichtig. Wir haben letzten Monat, Freunde, jetzt haltet euch fest. Es soll noch mal einer sagen, dass die Planwirtschaft hier in dem Moment hier nicht funktioniert. Letzten Monat, der März 1962. Freunde, das war bisher der produktivste Monat unserer glorreichen Volksrepublik. 124.000 Rubel konnten eingenommen worden. Wurden eingenommen. So rum. Novoratirsk. Oh, Max, das ist auch ein geiler Name. Novoratirsk. Ja. Freunde, wir machen jetzt mal eine Abstimmung, Freunde. Wartet, ich mach mal ganz kurz hier einen Browser auf. Es geht los. Irgendjemand hat mir, glaube ich, auch gerade die ganzen Namen geschickt, ne? Ah ja. Hier, dankeschön. Mach das mal ganz kurz parallel auf und dann machen wir mal eine Abstimmung. So, Creator Dashboard, dann brauchen wir eine Abstimmung hier. So, Stream Manager und ich würde gerne eine Abstimmung verwalten. Neue Abstimmung. Wie soll unsere Stadt heißen? So. Engelsort. Ratowitz.
St. Loriburg. Oh, der Name der... Warte mal, K? Das ist echt kompliziert. Okay, das Hammer. So. So, Freunde, das sollte reichen. 5 Minuten Zeit. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abstimmungsmöglichkeiten. Los geht es, Freunde. Oh, ich brauche... Freunde, ich freue mich so sehr auf den neuen Rechner. Ich muss heute nochmal anrufen. Wann der jetzt endlich mal kommt, dass die jetzt mal ein bisschen Banane machen, Alter. Die haben seit 10 Tagen haben die jetzt alle Teile und der ist immer noch nicht zusammengebaut. Weil ich brauche unbedingt einen dritten Bildschirm, Freunde. Ich habe ja den dritten Bildschirm schon hier stehen. Ich brauche unbedingt einen dritten Bildschirm, damit ich diese ganzen Abstimmungen wesentlich schneller hinbekomme. Weil so kann ich mir vielleicht nämlich tatsächlich noch eine zweite Maus oder... Ne, brauche ich eigentlich nicht, ne? Aber dass das irgendwie alles ein bisschen schneller geht. Freunde! Jetzt schaut euch das mal bitte an. Sieht das nicht wunderschön aus? Unser Park. Unser Park. Er wächst und gedeiht. Ja. Das sieht richtig, richtig geil aus, Freunde. Deshalb ein wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraut, schön, dass du da bist. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Gibt es Gabi in dem Park? Wer ist Gabi? Ich will politische Umerziehungslager sehen. Haben wir doch hier. Gefängnis. Hallo. 2 entflohene Häftlinge im letzten Jahr? Gabi wartet im Park. Was? Die Musik macht dich ein bisschen irre. Ich liebe sie. Boah, Freunde. Die Mine. Eine Mine! Die fährt fast unter Vollast. Das ist ja abgefahren, Alter. Das ist ja richtig, richtig abgefahren. Da steht -2. Entflohen Häftling. Das heißt, die haben noch 2 so eingefangen. Hä? Micha braucht Nachhilfe in Liedertexten. Ja, Ärzte? Clara Nosser? Von den Ärzten? Ich glaube, ich setze mich hier gerade ganz, ganz, ich glaube, ich krieg gleich Hiebe, oder? Von den Ärzten ist es bestimmt nicht, ne? Oh, ich habe keine Ahnung. Udo Jürgens. Oh Gott. Schande auf mein Haupt. Dass ich das den Ärzten angedichtet habe. Das war Elke, ne? Da gab es ein Lied, glaube ich. Elke hieß das, oder? Fette Elke oder sowas, ne? Okay, wir... okay, wir müssen wieder einen LKW wegholen. Und zwar dich. Du verbrauchst zu viel... Du kannst zurück in die Heimat und zwar ins Depot zurückfahren und das hier abbrechen. Es gab ein paar Lieder von den Ärzten mit Gabi. Ah, okay. Da ist man in der Kirche und überlegt sich, dass die Stadt Lorigorod heißen soll. Aber wir können ja nicht noch mehr Bühne geben. Dann bin ich wirklich irgendwann überflüssig. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie ich mich dann fühle? Oh shit. Oh shit, Freunde. Ja, ich hab's geahnt. Uns gehen die Pflanzen aus, Freunde. Uns gehen die Pflanzen aus. Das hat nicht gereicht. Scheißdreck.
Wir müssen wieder einkaufen, Freunde. Wir müssen wieder einkaufen. Schade. Müssen hier nochmal 6 Tonnen kaufen. Ärgerlich. Also jetzt machen wir erstmal wieder, jetzt wird das schmälert natürlich unseren Gewinn, aber das zeigt uns auch an der Stelle, dass es tatsächlich bisher zu wenig war. Und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir dieses Jahr besser durchkommen. Wir haben ja nochmal 3 Felder dazu geholt. Und jetzt ist halt nur die Frage, langt das im nächsten Jahr? Aber leider, ihr seht's, es ist wirklich leer. Wir haben es echt leer gemacht. Oh, wir haben einen Gewinner, Freunde. Wir haben einen Gewinner. Und zwar hat gewonnen. Ergebnis ansehen. Okay, warum macht sich jetzt hier eine eigene Seite auf? Grishnigorod. So. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Abstimmung. Und so sei es, Freunde. So sei es. So soll unsere Stadt heißen. Ja, ich hab's doch kopiert. Oh, kann den Namen bitte nochmal schnell jemand... wartet mal hier, Bara, ne? Ich hab ihn ja hier noch. Wartet. Das hat sich nicht kopiert. Das ist natürlich mega ärgerlich. Dass ich hier nicht mit Steuerung V irgendwas... einfügen kann. So. Speichern. Dafür möchtest du jetzt aber auch einen festen Sitz im Stadtrat haben, denn der ist dir sicher. Du kannst, tatsächlich ist der Posten des Finanzministers aktuell vakant, denn Veladius hat gestern ganz entgeistert aufgegeben und ich verstehe gar nicht, wieso. Vollmond, Enno, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist, mein Lieber. Heutzutage sind wir alle Gefangene der Regierung. Stichwort Chemtrails. Ja, Vorsicht, ne? Also immer Vorsicht. Wenn Chemtrails kommen, ausweichen. Ganz, ganz wichtig. Tatsächlich gibt es da aber auch Alternativen. Man kann natürlich sich auch Aluhüte aufsetzen. Das geht natürlich auch. Soll helfen tatsächlich. Im Notfall. Ah. 414.000 Rubel. Es geht weiter nach oben. Wir werden aber trotzdem, wird das jetzt ein bisschen weniger. Da wir jetzt Pflanzen importieren müssen. So, wir werden auch noch viel mehr importieren müssen. Ja. Wir müssen noch viel mehr importieren, Freunde. Das wird jetzt richtig Steuer. Oh, 18 Tonnen. Es kann sein, dass wir nächstes Jahr nochmal mehr bauen müssen. Wenn du die Finanzen machst, sind wir in 3 Monaten pleite. Wenn ich es mache, denke ich, schaffen wir es in 2. Sittenbeauftragter darfst du gerne sein. Oh, der Staat geht pleite. Wenn es so weitergeht, ja. Eventuell. Also die Sache ist, wir müssen halt einkaufen. Es geht leider nicht anders, weil es bringt uns natürlich auch unglaublich viel Geld. Ne? Das dürfen wir halt an der Stelle nicht vergessen. Und die Pflanzen... Naja, momentan ist das teuerste Chemikalien, aber ich vermute fast, dass das mit den Pflanzen bald heftig ansteigen wird. Ihr seht das hier, ne? Der Stoff bringt 29.000 und der Kleidung 23.000. Deswegen ist es so wichtig, dass wir es importieren, dass die Produktion nicht still... Wieso passiert jetzt hier nichts mehr? Freunde, was ist los? Warum ist... Wieso produziert ihr nichts? Was ist jetzt hier gerade los? Ohne Stromversorgung, ich sehe es gerade. Ja, was ist... Hä? Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? Oh.
Oh nee, nicht schon wieder. Jetzt ist schon wieder... Ist die Kohle... Ich habe bei der Kohle nicht aufgepasst. Ja, ich Idiot. Oh, das ist schon wieder passiert, Freunde. Mann. Ich habe das um 10% hochgedreht. Und das war doch zu viel. Es war doch zu viel. Okay, 60% ist also doch das, was mehr geht nicht. Mehr geht nicht, okay. Okay, ganz, ganz schnell, ganz, ganz schnell. Wir müssen das wieder richten. Jetzt importieren wir ganz kurz. Und zwar Import. Und hier 20%. 30. Ja, komm, wir machen mal 30. So. Jetzt müsste die Produktion gleich wieder laufen. Ja, 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 ja. Müssen wir ganz kurz warten, bis hier ein bisschen was auf Halde ist. Okay, so, ja, ärgerlich von mir. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Das hätte ich besser überprüfen müssen, Freunde. Das hätte ich besser überprüfen müssen. Wieder Export, jetzt passt das wieder 100%. Wir können knapp 10 Megawatt hier an der Stelle rausbuttern. Und wie viel kriegen wir hier raus? Hier kriegen wir 13 raus, okay. Das heißt so ungefähr 23, 22, 23. Und jetzt sollte die Produktion wieder laufen. Sehr gut, alles gut. Alles gut, es läuft wieder. Es bleibt alles so, wie es ist. Ruhe bewahren, wieder hinsetzen. Die Volksrepublik wird nicht gegen die Wand gefahren. Gradlein, wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. Das ist halt wirklich krass, ne? Wenn der Strom erstmal ausfällt, dass die Produktion sich nicht wieder selber in Gang setzen kann. Das ist mega krass. Mega krass. Na doch nicht? Na gut, dann machen wir weiter. Da geht's doch noch ein bisschen. Keine Ressource. Achso, weil das jetzt hier fehlt. Genau, jetzt schalten wir das wieder an. So. Sehr gut. Ich meine, man könnte ja sagen, man baut noch eine zweite Raffinerie ein. Eine Verarbeitungsanlage, ne? Also dafür sollte definitiv noch... Die Möglichkeit sollte noch bestehen. Das sollte ohne Probleme gehen. Dann hätten wir halt genug Kohle, ne? Sind halt auch nur 15 Arbeiter. Aber es müsste ja etwas sein. Wir müssten hier halt nochmal... Also Moment mal. Maximale Produktion 120 Tonnen pro Tag. Maximaler Verbrauch 210 Tonnen Kohleerz. Wie viel kannst du denn maxi... Ach so, nee, geht gar nicht. Maximale Produktion pro Arbeitstag sind ja drunter. Das geht gar nicht. Nee. Passt also. Passt so. Wie sieht's denn eigentlich mit den Krediten aus? Ey, Freunde, haben wir alle Kredite? Ah, nee. 600.000 müssen wir noch abzahlen. Können wir die auf einmal auch... Können wir das Geld auch so zurückzahlen? Dass wir erstmal wieder kreditfrei sind? Oder müssen wir das ablaufen lassen? Oder gibt's hier irgendwo eine Möglichkeit, die ich nicht sehe, dass wir das instant zurückzahlen? Ich sehe sie nicht, ne? Ich glaube, wir müssen das durchlaufen lassen, ne? Wieder keine Stromversorgung. Was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Wieso bricht denn hier andauernd die scheiß Stromversorgung zusammen? Freunde, was ist denn jetzt hier los? Wieso bricht die Stromversorgung wieder zusammen? Ist das Ding wieder leer gewesen? Ja, es ist wieder leer gewesen. Okay. Wir müssen hier mal ein bisschen weniger machen. Nee, der Förderturm ist wieder aktiv.
Also tatsächlich auch fürs Kraftwerk ist der Förderturm gar nicht relevant gewesen. Der ist nur für hier. Aber wir müssen jetzt hier wirklich mal ein bisschen weniger verkaufen, weil wir... Boah, ist echt krass, ne? Wir kriegen nicht mehr genügend Kohle rein. Das ist das Problem, Freunde. Es kommt nicht mehr genügend Kohle rein. Mit wie viel Tonnen fährt denn der jetzt? 200. Okay, wir müssen mal gucken. 40%. Wir exportieren wieder. Oh, dass man das so im Dunkeln nicht sieht, ne? So, wir probieren es wieder so. Und müssen eventuell den Zug da mal kurz anhalten, bevor er wieder beladen will, damit wir wieder erstmal hier ein bisschen was auf Halde haben. Das ist nämlich das Problem, Freunde. Ah, kann man hier nicht einstellen bei den Zügen, dass er eine gewisse Masse drin lassen soll? Kann man das nicht einschalten, dass er irgendwie sagen, 10% sollen drin bleiben? Nee. Okay, eventuell müssen wir kurz einmal den Zug anhalten. Genosse, wir müssen mal über die Stromausfälle reden. Ja, sehe ich genauso. Weil auch nicht, was los ist. Also an mir liegt's nicht. Na? An mir liegt's nicht. So, welche Ressource fehlt denn jetzt? Weil jetzt hier tatsächlich, ne? Müssen hier mal noch ein bisschen mehr einkaufen. Dass die Produktion ja auch auf volle Pulle laufen kann. Dich können wir auch nach Hause schicken. Das läuft momentan nicht so gut. Lustig. Wieso geht der jetzt nicht nach Hause? Er hängt jetzt hier noch ein bisschen fest. Na, okay. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Stoff. Jetzt, okay, jetzt läuft zumindest erstmal wieder die Kleidungsproduktion. Okay, wir haben es ein bisschen übertrieben. Deswegen müsste man das jetzt nochmal zurücksetzen. Und ich hoffe aber, dass sich das hier ausgeht jetzt das nächste Mal. Ich bin jetzt am Überlegen. 1200 haben wir ausgerechnet, 1220. Jeder hat eine Kapazität von 1000, also okay, das passt also dicke. Wir haben 4000 Tonnen würden hier reinpassen. Okay, das langt also dicke, dicke zu. So, jetzt ist die Frage, wenn er ja fertig ist mit Beladen, was passiert dann? Fährt er dann zurück wie geplant oder nicht? Es wird Zeit für ein Atomkraftwerk. Nee. Oder? Es ist wahrscheinlich unendlich teuer, ne? Ein Zaporizhzhia-Reaktor. Oh. Den könnte man ja bauen. Ist ja nicht so, dass ihr irgendwie zu tun hättet, ne? Also, krass. Ein Schnapperle. Schnäpperle. Ja, wir brauchen erstmal ein bisschen Geld. Wir wollen ja heute unbedingt an der Stelle die Produktion von Öl aufbauen, ne? Und da habt ihr mir ja gesagt tatsächlich, dass man nicht mal zwingend da hinten Arbeiter braucht. Da ist dann nur schon mal die Frage, wie viel Ölbohrtürme bräuchten wir denn, um eine effektive Produktion von Treibstoff und Bitumen aufzubauen? Das ist ja dann schon die nächste Frage. Weil diese Raffinerien können ja unglaublich viel verarbeiten. Ah ja, er fährt jetzt. Sehr schön. Genau, der fährt jetzt nach Hause. Sehr gut. Damit sollte das jetzt erstmal alles safe sein. Das heißt, wir haben jetzt zwei LKWs dann auf Halde, wenn ich das richtig sehe. Genau, einer ist da. Wir haben dann zwei so eine modernen LKWs sind dann tatsächlich da, um zu sagen, yo, die können wir nutzen für irgendetwas. Sehr schön. Ja, ihr seht es, diesen Monat, wir werden nicht ganz so viel Profit machen.
Vanilla, alle, die du bauen kannst. Wie meinst du das in Doom? Also, da bauen kann ich ja unendlich viele. Also, wie effektiv ist was? Ist ja die Frage. Also, weil wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe, Freunde, produziert eine Ölplattform maximal 7 Tonnen Öl. So, aber eine Ölraffinerie verbraucht bei maximaler Produktion 250 Tonnen. Das würde ja bedeuten, wir bräuchten viele. 20? Das wäre halt übel krass viel, ne? Also man baut, muss man da wirklich 20 Ölbohrtürme bauen dann? Es ist ja, das geht sich doch nicht aus, oder? Aber ich sag mal so, das können wir erst machen, wenn wir wirklich noch ein paar Leute haben, ne? Also ein paar Kröten haben auf dem Konto. Eher wird das nicht funktionieren. Mehr denn? Was, mehr als 20? Das kann doch nicht sein. Im Gegenteil, einen wunderschönen guten Morgen. Moin, wollte noch anmerken, dass ich wegen dir nur im Mountain Blade Bannerlord Fieber bin. Geil! Auch wenn ich noch nicht alles weiß, was ich da alles noch beachten muss und machen kann. Ja, das kommt mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit, mein Lieber. Und das ist aber wirklich ein unglaublich gutes Spiel. Das muss man wirklich einfach so sagen. Es ist ein unglaublich gutes Spiel. So, er belädt jetzt mit wie viel Tonnen? Das müssen wir jetzt mal beobachten. 210. Und das passt auch erstmal so. Mansus, Grüße. Einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus. Schön, dass du da bist. Freunde, lasst uns mit dem lieben Mansus mal gemeinsam die Kruger ihm für eine Schale Jesus, wie wir hier in der Volksrepublik sagen. Prösterchen. Ah, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Noch einen schwarzen Kaffee für mich. Stark und schwarz. Dunkelstark schwarz. Ja, davon nehme ich auch ein Karäffchen, aber ich tunke mir noch ein paar Würstchen rein. Los, strappt ab. Lecker, Würstchen! Und auch Kira hat sich hier noch einen Schluck verdient. Schwarzen Kaffee. Kira, meine Liebe, der nächste Schluck geht raus an dich. Prösterchen. So, jetzt erstmal richtig. Moin, moin. Schön, dass du da bist, meine Liebe. Ich hoffe, dir geht es gut an diesem Freitagmorgen. Es ist das Wochenende, steht vor der Tür. Deswegen sind die Ölforderer auch so billig. Okay. Ja, Gegenteil, ja, was sonst? Na klar, ich bin mit Bud Spencer und Terence Hill groß geworden. Hab viele, viele Jahre die dann tatsächlich so nicht mehr geguckt. Aber in der Sunset schaue ich es ab und zu mal wieder, wenn es irgendwo was zu sehen gibt. Ich habe halt tatsächlich, muss ich sagen, bei Bud Spencer und Terence Hill halt so Erinnerungen auch an meinen Großvater, ne? Also das ist halt so, weil ich das viel mit dem geguckt habe. Genauso wie Louis Define habe ich viel geguckt mit dem. Also man muss dazu sagen, mein Großvater war bei der Fremdenlegion 10 Jahre lang. In den 50er Jahren und der ist halt so ein bisschen auch französisch geprägt gewesen tatsächlich. Also der hat auch seine Rente tatsächlich auch in der DDR tatsächlich aus Frankreich bezogen. Ich kann mich noch daran erinnern, der hat immer französische Franc bekommen. Also zumindest stand das auf dem Zettel. Das wurde natürlich umgerechnet dann in Ostmark, aber stand so immer auf dem Zettel. Die Filme sind, muss man tatsächlich sagen, die sind aber auch nur so gut. Die sind auch nur so gut, weil die deutschen Synchronsprecher, das Thema hatten wir jetzt schon mal, weil die deutschen Synchronsprecher so genial sind. Wenn man sich das im englischen oder im italienischen Original anhört, nicht so stark. Muss man tatsächlich sagen. Richtig geil sind die Texte erst, wenn sie ins Deutsche übersetzt wurden, weil nämlich tatsächlich die Übersetzungen tatsächlich ganz andere sind. Es gibt eine ziemlich geile Doku darüber, über die Filme und über diesen ganzen Kult um Bud Spencer und Terence Hill von ZDF. Könnt ihr euch mal reinziehen, die ist bei YouTube einsehbar. Die ist ziemlich gut, weil das nämlich auch sagt, das zeigt nämlich auch, wie oft eigentlich im Original gar nicht gesprochen würde, wo in der deutschen Synchronfassung irgendwelche lustigen Texte drüber gegangen wurden, damit das irgendwie unterhaltsamer ist. Weil tatsächlich sollten diese Filme eigentlich, was Bud Spencer und Terence Hill betrifft, oft auch eher an die Komödien des Stummfilmzeitalters angrenzen, wo halt einfach nur das Bild als Wort, als Witz galt irgendwie so, ne? Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Könnt ihr euch mal reinziehen. Eine sehr, sehr geile Doku.
Mopsi, einen wunderschönen guten Morgen, meine Liebe. Liebe Getraus, schön, dass du da bist. 460.000 Rubel, Finanzminister approved. Meladius, da ist er ja wieder, der vakante Finanzminister. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Getraus. Schön, dass du da bist. Also die Doku ist wirklich gut, die könnt ihr euch mal reinziehen. Da sieht man, da zeigen sie nämlich auch ganz, ganz viele Beispiele, wo tatsächlich das Original zu sehen ist und die deutsche Synchronfassung. Und du hast ganz oft Sachen, wo wir sagen, Alter, das sind übel geniale Texte. Die gibt's im Original gar nicht. Das ist die deutsche Synchro, die sich da einfach die künstlerische Freiheit genommen hat und sich gesagt hat, für den Markt in Deutschland ist es, oder für den deutschsprachigen Raum ist es besser, wenn wir das so machen. Und denen ist tatsächlich dadurch ein riesen Coup gelungen. Und die Synchronsprecher waren deswegen auch sehr, sehr beliebt bei Bud Spencer und Terence Hill, weil die natürlich dadurch übelst Fame bekommen haben in dem deutschsprachigen Raum. Rainer Brandt hieß der. Ah. Das weiß ich jetzt gerade nicht, wie er heißt, aber wenn du es sagst, ja cool. Der Name sagt mir sogar irgendwas. Der Name sagt mir sogar irgendwas. Django und die Bande der Gehängten, damit meinst du den Film aus den 60er Jahren, glaube ich, oder? Eine Riesenkuh? Wo? Muh! Oder gab es einen Film mit Bud Spencer, der Django hieß? Frank, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist. Und auch Saui, auch dir ein herzliches Willkommen. Dickes, dickes, fettes Herz, schön, dass du da bist. Wäre es nicht lukrativ, wenn die Kohle nicht exportiert, stattdessen zwei Kohlekraftwerke baust und mehr Strom verkaufst? Naja, das Problem, das ist natürlich eine Überlegung, ne? Wir könnten doch einfach noch eine zweite Produktionslinie im Gesamten aufbauen, mit einer zweiten Kohlemine. Zweites Kraftwerk. Kohle hätten wir genug. Zweites Kohlekraftwerk. Müsste wenn dann hier hinter. Müsste wenn dann hier irgendwo hin. In dem Bereich. Müssten hier ein bisschen umbauen. Könnte aber gehen. Lieber nicht. Ja, Kohle ist halt tatsächlich um einiges mehr wert, ne? Aber das Problem, also die Sache ist ja die. Wir verbrauchen halt nur 24 Tonnen. Das ist halt jetzt auch nicht so viel, ne? Dann lieber zwei oder drei Ziegeleien. Aber Freunde, wir haben das ja alles viel zu eng gebaut, um hier nochmal großartig jetzt was umzusetzen, ne? Also es wird so nicht funktionieren. Also nicht ohne größere Umbaumaßnahmen tatsächlich. Man könnte hier noch was rausnehmen, hier hinter und eine zweite Ziegelei nehmen. Haben wir hier Förderbandanschlüsse? Man hätte hier noch die Möglichkeit, nochmal Förderbänder ranzubringen. Hier Kreuzung. Also man könnte noch eine zweite Ziegelei hier hinterhämmern. Eine zweite Ziegelei wäre möglich. Wie viel braucht die denn? Ich verbrauche schon ziemlich viel, ne? 33 Tonnen Kohle. Würde allerdings dafür sorgen, dass der Zug hier wesentlich öfters fahren könnte. Also eine zweite Ziegelei könnte ich mir vorstellen, Freunde. Da könnten wir auch noch ein paar Gefangene arbeiten lassen, weil wir haben noch genügend. Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum gehen die denn nicht alle arbeiten? Also das könnte funktionieren, Freunde. Wollen wir das mal probieren? Eine zweite Ziegelei. Zwei Ziegeleien auf eine linke. Ups, falsches Spiel. Stahl ist momentan noch nicht möglich, weil wir noch gar keine Ressource Eisen haben. Ja, die müssen transportiert werden. Das wäre gar nicht das Problem. Wenn wir die ja direkt dahinter setzen, mit dem Förderband hier so die Kohle hin, so nach hinten, dass wir das hier ransetzen, dann können wir hier über einen Knotenpunkt das Zeug mit Gabelstaplern hier reinkarren
Und das wiederum würde bedeuten, dass der Zug, der eh schon die Ziegel verkaufen geht, wesentlich schneller immer beladen ist. Also das könnte schon eine Geschichte sein, die funktionieren könnte. Könnte ich mir vorstellen. Wir können das ja mal kurz im Pausemodus planen, Freunde. Wir können das ja mal kurz planen. So, wir brauchen hier tatsächlich einen Förderturm. Achso, den könnten wir auch von da holen. Achso. Ne, guck mal, hier, das würde gehen. Ne. Kriegen wir den hier irgendwie dazwischen gesetzt? Ne. Aber hier kriegen wir ihn hin. Aber das ist zu lang, ne? Warte mal, hier hat man ihn doch gerade irgendwie gesnappt. Ist halt nur wieder die Frage, ob man hier dieses Förderband drüber kriegt. Wir können das mal kurz probieren, so. Na, seht ihr das? Ah, Mann, der braucht halt wieder übelst viele Türme, ne? Wir müssten hier einen Turm rüberziehen. Na, guck mal, das würde gehen. So. Na, wir hatten doch hier gerade einen grünen, hier. Das würde so gehen. Und jetzt hier eine zweite Ziegelei. Aber wir brauchen wahrscheinlich noch einen Turm, ne? So. Wir brauchen jetzt tatsächlich noch einen Turm. Ah, seht ihr, das geht nicht. Ah, das ist doch scheiße, ist das da. Das will ja nicht snappen, Freunde. Wieso will das hier nicht snappen, Freunde? Also gehen würde das schon irgendwie, aber wieso geht das nicht? Das ist so, das ist halt das, was mich, das macht mich manchmal fertig. Ich glaube, ein Förderturm zwischen Kohlelager und Kraftwerk könnte helfen, dass dir nicht immer die Kohle im Kraftwerk ausgeht. Der Förderer pumpt aktiv Kohle ins Kraftwerk durch die direkte Verbindung im Moment. Zieht sich das Kraftwerk nur Kohle bei Bedarf. Darum ist das Inputlager im Kraftwerk auch immer leer. Das könnte man auch noch... Knochenschäler, Dankeschön. Kannst du mich gleich nochmal dran erinnern, sobald wir das hier fertig haben? Weil ich würde jetzt erstmal kurz das fertig machen, aber das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Das ist eine sehr, sehr gute Lösung. The Doom, die Knastis haben auch einen geregelten Tag und gehen dort 8 Stunden zur Arbeit. Okay. Mitgerechnet, da wird es schon welche zu Hause. Okay, alles klar. Bin mal gespannt. Bei Maurice gibt es das gleich, das neue Siedler. Naja, das hat einen Ingame-Shop, da ist das für mich schon gestorben. Freunde, wieso geht das hier nicht? Wieso snappt das nicht? Wieso snappt das nicht? Ah doch, es snappt. Ah, wir müssen hier nur... Hier kriegen wir das zumindest ran. Naja, wir kriegen es hier nicht rüber. Ist doch scheiße. Oh, das ist... Das liegt jetzt sicherlich an der Straße, aber die Straße braucht man ja aber auch wieder. Straße braucht man halt.
Gibt's hier nicht irgendwelche Möglichkeiten, dass man das oben ansetzen kann? Das muss es doch geben. Mit QE kannst du die Höhe bei den Türmen anpassen. Im Moment ist bei der abgeplanten Turm der Ausgang tief. Ah. Ja, geht nicht. Q und E geht nicht. Wenn ich hier Q und E drücke, passiert gar nichts. Was vor dem Platzieren des Turms oder des Förderbandes? Noch ein Schäler. Vor dem Platzieren des Turms oder des Förderbandes, womit ich verbinden möchte? Des Turms. Okay, also machen wir jetzt hier nochmal hoch. Wir reißen das Ding hier nochmal weg. Oh, jetzt ist ja das Problem... Jetzt ist das Ding da... Das kotzt mich am meisten an. Das ist wirklich eine Sache, die kotzt mich mega an. Es ist nur geplant und jetzt ist alles... Warte mal, wir müssen das hier mal so machen. So. So. Dass wir das dann manuell fertig bauen lassen. So, dass der Rest... Das Ding ist ja fertig geworden. Geht gleich los, Daniel. Ja, ich weiß. Kurz weiterlaufen lassen. Das kann eigentlich hier auch abgerissen werden. Ich will jetzt bloß erstmal alles andere rausnehmen. Weil ich will jetzt hier noch nichts fertig bauen. Wisst ihr, das ist ja das Problem. Mich nervt das so, dass selbst die Blaupause Zeit braucht, bis sie wieder verschwunden ist. Das ist mega nervig. Philipp, sei wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus. Grüße gehen in den hohen Norden. Aus dem sozialistischen Osten. Sei willkommen. Die Volksrepublik mit Ratschestand begrüßt dich. So, jetzt müssten wir jetzt ja das überall soweit haben. So, genau. Perfekt. So, jetzt bauen wir nochmal einen Turm. Hopp. So, hier gibt es auch noch unterschiedliche. So. Und jetzt ist der Anschluss da drüben hoch. Sehe ich das richtig? Jetzt können wir es hier nicht mehr bauen. Geil. Ah! Ist doch gar nicht so kompliziert, Freunde. Warum machen wir denn hier immer so einen Aufriss? Ist doch gar nicht so kompliziert. Doch ist es. Woran hapert's denn jetzt? Wir müssen das Ding jetzt hier erstmal so bauen. So. Aha. Geil. Okay. Aber noch nicht fertig bauen. So. Jetzt ist hier tatsächlich... Freunde, das ist geil. Das funktioniert. Das funktioniert. Wir brauchen jetzt hier noch eine Kreuzung. Hier noch eine Kreuzung, ja. So. Dass wir dort einspeisen. Ja. Dann kommt hier ein Gabelstapler hin. Eine Dackelgarage für Gabelstapler. So. Ah, die kriegen wir nicht daran. Okay, dann können wir die aber hier so ranbringen. Ja komm, das können wir jetzt auch. Jetzt können wir es bauen lassen. Jetzt haben wir es ja. Konstruktion für Rubel finanzieren. Konstruktion für Rubel finanzieren. Läuft! The Doom, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dickes, dickes, fettes Herz. Schön, dass du da gewesen bist. Auf bald, mein Lieber. Auf bald. So.
Achso, ne, wartet mal, aber ein paar Sachen fehlen ja noch. Also zum einen fehlen Gabelstapler. So. 1, 2, 3, 4. Die sind da. Eine Straße braucht man ja natürlich noch. So, eine Straße. Hahaha, ich hab's geahnt. Können wir das Förder... Freunde, jetzt habe ich, glaube ich, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Können wir das Förderband hoch ansetzen? Das geht doch bestimmt auch, oder? Diesen Turm hoch ansetzen? Das hätten wir mal noch machen müssen, ne? Geht das? Dass wir das hoch reinkommen lassen in die Ziegelfabrik? Ich glaube, den müssen wir nochmal abreißen, Freunde. Damit wir hier eine Straße irgendwie lang kriegen. Oh, ich weiß noch gar nicht wo. Das ist hier alles wirklich richtig eng bemessen, ne? Wohl hier könnte man eine Straße rankriegen, wenn wir ein bisschen Platz haben zum Bauen, Freunde. Also wir werden das jetzt hier nochmal abreißen. Leider. Es schmerzt. So. Dann wieder Förderbänder. Okay, wir sollten vielleicht zuerst die Straße bauen. Hier ist es zu hoch, ne? Kriegen alles hin, Freunde. Okay, Straße steht. Straße steht. Und jetzt richten wir den Rest ein. Das kriegen wir alles hin, Freunde. Easy. Da wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. So. Genau. Hoch. Ja, aber wir kriegen das hier drüben nicht ran. Why? Ah. Ah. Wieso geht das denn nicht? Mit T kannst spiegeln, damit die Straße passt. Was kann ich spiegeln? Wie? Don't understand this. Mit jetzt T? Achso. Ja, aber trotzdem geht das hier ja nicht rein. Siehst du das? Es will nicht reingehen. Wieso nicht? Es will nicht snappen. Das ist das Problem. Warum will das hier nicht snappen? Du kommst ja nicht rein. Ja, wenn das jetzt hier aber nicht snappt, Freunde, dann brauche ich da gar nicht bauen. Da wissen wir doch schon, dass es nicht geht, oder? Wir probieren es. Ich muss es trotzdem probieren, Freunde. Ich muss es trotzdem. Es geht doch. Geht doch. So. Wieso denn nicht gleich so? Passt. Da war dann doch wieder teurer als erwartet, ne? Doch wieder teurer als erwartet. So, und jetzt müssen wir hier mal noch zwei Häftlingstransporter kaufen. Auch die brauchen wir. So. Was haben wir denn da für welche? Polizeiwagen, Gefangenentransport. Wo ist es denn? Hier, Gefangenenbus.
So, es sollen auf jeden Fall hier... Nein, 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 nein. Wie kriege ich denn das wieder weg? Ah, wie kriege ich das denn wieder weg? Oh. Also manchmal ist die Steuerung, die ist... Darf ich das sagen? So. So, jetzt machen wir nochmal neu. Muss wild aussehen. Dann verlaufen sich die Gefangenen bei dem Ausbruch auch eher. So, wo haben wir denn jetzt hier noch massig Leute über? Wir brauchen... Von hier hinten? Nee. Noch ein paar kleine Busse, die jetzt... Wir gucken uns das mal an. Das ist jetzt schon ein ganz schön weiter Weg von der Bushaltestelle. Man könnte hier versuchen, nochmal mit einem Fußgänger ein bisschen abzukürzen. So, das Ganze noch ein bisschen effizienter. Oh, jetzt hier geht eine richtige Kolonne ab jetzt hier. Wo gehen die denn hin? Ah, die gehen bis dahinter. Das ist natürlich ein weiter Weg, ne? Das ist natürlich ein weiter Weg. Mal gucken, wie effektiv das ist. Na toll, das war's mit dem 5-Jahres-Plan. Ja, jetzt geht's erstmal wieder. Jetzt haben wir wieder kräftig Kohle ausgegeben. Aber rein theoretisch müssten wir jetzt hier sagen können, neue Aufgaben zuweisen. Von hier nach da. Und das beladen, das entladen. Das sollte ja eigentlich funktionieren, ne? Ja, Kohle fehlt. Warum fehlt jetzt hier... Ah! Was ist denn jetzt hier schon wieder? Jetzt hat es hier die Verbindung nicht gemacht. Hä? Deswegen geht's nicht. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Oh, scheiß auf die Straße hier, Alter, echt. Ja, komm. Wenn er abbrennt, wird er neu gebaut. Das. Ja, ey. Das ist, hat, es hat's doch erst angezeigt gehabt, meiner Meinung nach, oder? So, jetzt kann das Ding hier arbeiten. Ist natürlich die Frage. Jetzt müssen wir. Wir müssen halt auch ein bisschen im Auge behalten, ob hier oben die ganzen Sachen weiterhin volle Pulle laufen können, ne? Das müssen wir mal ein bisschen im Blick behalten. Genauso müssen wir den Speicher tatsächlich hier ein bisschen im Blick behalten. Wie das aussieht jetzt. Weil eventuell müssen wir hier nochmal auf 30% erstmal runtergehen. Satanico, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. Ja, ey, ich war mir sicher erst gerade, dass das so gesnappt hatte alles, aber anscheinend nicht dann am Ende wieder. So, jetzt sind hier 73 Arbeiter. Wie viele Gefangene arbeiten denn jetzt hier? Gar keine. Frechheit. So, Gabelstapler arbeiten, das läuft. Die bringen jetzt hier die Ware ran. Und das sollte jetzt noch endgültig dafür sorgen, dass das Ding jetzt hier wesentlich schneller beladen werden kann. 481 Tonnen Ziegel von 482 Tonnen möglichen Ziegeln. Okay, krass. Wir brauchen hier mehr... Okay, krass. Hier wird so viel produziert, wir brauchen noch ein zweites Gabelstaplerlager. Das ist ja heftig.
Das ist heftig, Freunde. Das ist ja richtig heftig. So. Oh, geil. Das sieht hübsch aus. So. Und dann brauchen wir für Rubel. Und auch hier das. Weil es sich ansonsten nicht ausgeht, Freunde. Wir kriegen ja sonst das Lager nicht leer. Das ist ja ultra krass. Wir können, glaube ich, die Produktion hier ein bisschen runterdrehen, Freunde. Also weniger Leute reinlassen. Wir beobachten das mal. Aber so wie es aussieht, sind die nicht schnell genug. Können wir weniger Arbeiter reinnehmen. Du wolltest Knochenlanze, Dankeschön. Dankeschön. Machen wir gleich. Ich will nur ganz kurz das hier einstellen. Betrieb ohne Probleme. Noch weniger Arbeiter, ne? Ich will nur erstmal gucken, dass das hier leer läuft. Das hängt damit zusammen, weil die so lange brauchen zum Beladen, glaube ich. Aktuell sind noch zu viele Arbeiter drin. Wir müssen jetzt einmal kurz warten. Kartoffel, ey, mein wunderschönen guten Morgen, mein Lieber. Herzliches Willkommen. Liebe, geht raus, schön, dass du da bist. Moin, Red, spielst du das neue Siedler? Ich glaube nicht. Also wenn die Entwickler mich nicht anschreiben und sagen, hey, willst du einen Key haben, um es mal zu präsentieren, dann bin ich, glaube ich, bereit, mal reinzuschauen, aber ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Werbetrommel haben sehr kräftig gerührt, muss ich sagen. Grafiktechnisch ist das vertretbar. Aber, ja, es sind so ein paar Sachen, die mir da ein bisschen übel aufstoßen. Also zum Beispiel, wenn ich das schon wieder höre, dass man dann so einen Ingame-Shop hat. Ich weiß, da kann man dann ein paar Sachen auch so kaufen. Aber nichtsdestotrotz muss ich da sagen, stößt mir so ein bisschen auf. Weil es ist ein Strategiespiel. Es ist doch gar nicht, es ist halt nichts, was man kompetitiv spielt, oder? Vielleicht sehen die das so vor halt, aber weiß ich nicht. Ne? Diese Monetarisierung für ein Spiel, was ein Vollpreisspiel ist, am Ende, schwierig. Schwierig. Ja, das Free-to-Play, dann irgendwie das so zu monetarisieren, ist okay. Anders, schwierig. Vor einer halben Stunde war es 160.000 Rubel mehr, ja, ich weiß. Läuft gerade, es war gerade sehr, sehr teuer tatsächlich, ja. Per LKW in den Bahnhof. Also erstmal gucken wir uns jetzt den Förderturm an. Knochenlanze, du meinst hier quasi einen Turm hinzustellen. Hier so, ne? Wir machen jetzt erstmal das und danach gucken wir wieder unten. Okay. Ja, dann sind wir ja aber wieder ganz kurz ohne Strom vermutlich, ne? Also müssen wir wahrscheinlich, bevor wir das machen, erstmal wieder ganz kurz importieren. Kurz auf Import stellen, damit die Produktion nicht unterbrochen wird. Und weil wir werden ja ganz, ganz minimal kurz ohne Strom sein. Wir reißen jetzt das Ding mal ab. Und werden jetzt hier noch einen Turm hinstellen. So. Dann nehmen wir aber natürlich, also muss man hier auf irgendwas Besonderes achten bei den Türmen, weil ich sehe, hier gibt es verschiedene Fördermengen. Nee. Die sind einfach nur unterschiedlich teuer. Fördermaschine. Und jetzt einfach mal den hier. So. So wird ein Schuh draus. Also das könnte man jetzt so bauen. Und das würde uns jetzt unterstützen, ja? An der Stelle, die Produktion jetzt hier zu verbessern. Beziehungsweise sicherer zu machen. Ist das korrekt?
Aber dann können wir den schon so bauen. Also das passt auf jeden Fall. Sieht doch hübsch aus. Dankeschön. Zeta, Produktion kurz gestoppt. So, läuft alles wieder. So, und dann schauen wir uns das jetzt gleich an. Export. Ja, jetzt haben wir hier immer 100 Tonnen. Dankeschön. Supi. Danke. Perfekt. Jetzt können wir uns wieder der ganzen Sache hier unten widmen. Arbeitertechnisch, na, sind gerade ein bisschen wenig hier. Wir müssen hier noch, wartet mal. Sollte es zu einem Brand kommen. Hier mit ran. Okay, jetzt voll. Das passt. So, und dann habt ihr hier gesagt Straße. Wo ist Straße von hier? Direkt dahin. Boah, das könnte schwer werden, Freunde. Man könnte natürlich sagen, mit LKWs noch hier langfahren. Also wir kommen auf jeden Fall hier durch. Wir probieren es mal. Sollte gehen. Warum will das da nicht snappen? Wir kommen ja gar nicht raus. Und warum? Was sagt er denn? Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Das Ding hier ist im Weg. Wir reißen das nochmal kurz ab. Für die Hilfe sollte Knochenschäler 83 das sozialistische Ehrenabzeichen bekommen. So sei es. Es wird ihm instant verliehen. Jetzt hast du einen Puffer, falls das Freilager leer ist. Und das ist ziemlich geil, Knochenschäler. Dankeschön für diesen Tipp. Ist mir so noch nie aufgefallen. Habe ich nie drauf geachtet. Danke. Ich würde ja probieren, ob du Lager und Fabrik direkt verbinden kannst. Das wird nicht funktionieren. Wir kommen hier nicht durch anders. Also wir müssen hier außen rumfahren. Wir haben aber, das ist erstmal kein Problem. Der Weg. Ich glaube, wir müssen hier nur gucken, dass wir das hier ein Stück weiter nach rechts verlegen. Wir werden jetzt mal, diese Fabrikverbindung hier abbrechen. Jetzt zuerst die Straße bauen. So. Und jetzt wieder die Fabrikverbindung. Es will nicht beides. Es geht nicht beides. Warum nicht? Das ist ja mega useless. Wieso kriege ich denn nicht beides raus? Freunde. Kurze Frage. Wenn ich jetzt hier noch einen Verteiler ransetze. Hier einen Verteiler ransetze. Und das von... Würde das so gehen, wenn wir hier einen Verteiler hätten? Aber wenn wir einen Verteiler haben, müssen wir ja wieder Gabelstapler haben. Das würde jetzt wieder alles so ausbremsen. Ich finde es halt, ist halt mega scheiße, ne? Wir kriegen das hier nicht hin. Wir können nicht, warum können wir hier nicht beides nebeneinander setzen? Also das schließt sich mir nicht. Es ist doch ein extra Ausgang dafür. Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Also wir können nicht beides gleichzeitig... Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Wir müssen das hier nochmal abreißen. Das ist was im Weg. Das ist ein Witz. Es zeigt mir doch an, dass beides da ist. So. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt hier nicht snappen können. Aber wirklich, er schließt sich mir nicht. Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Ah, du meinst hier drüben beim Plan. Das könnte man probieren. Ja, das könnte... Ja. Das könnte sich ausgehen, Freunde. Das könnte... Dankeschön. Ja, das sieht gut aus. Na! Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ah, doch. Wir kommen raus. Ja, Mann, wir haben es geschafft. Ja!
Verdammt nochmal, ist das geil. GK, einen wunderschönen guten Morgen. Dickes, dickes, fettes Herz. Schön, dass du da bist. Und vielen, vielen Dank für den 9. Monat Support. Oh Gott, hört ihr das? Spürt ihr es? Oh Gott, ich habe so Schmerzen. Es ist ein kleines Twitch-Baby. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Chica. Und Noggenschädler, dir vielen Dank für diesen Tipp. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ja! Und jetzt können wir nämlich tatsächlich sagen, können wir nämlich hier auch wieder die Produktion hochballern. Und jetzt schicken wir mal einen LKW von hier. Ah, da haben wir wieder nicht den richtigen LKW. Es ist wieder mit Kosten verbunden. Wir brauchen natürlich einen neuen LKW, der sich jetzt, das müsste was Offenes sein, ne? Ein offener LKW. Du kannst doch hoffentlich Ziegel transportieren, genau. Dann müssen wir mal gucken, wie viel kriegen wir? 7,2. 7,10 Tonnen Ziegel. Ja, 10 Tonnen hier. Ich hätte mal jetzt gerne, wir nehmen erstmal einen, um zu gucken, wie wir da rauskommen. Nice! Wie viele Kinder hattest du schon in deinem Uterus? Zu viele. Nee, aber kann man eigentlich... Nee, zu viele kann man nicht sagen. Ich freue mich über jedes einzelne. Danke. So. So. Beladen. Ziegel. Warten bis beladen. Entladen. Ziegel. Warten bis entladen. Und dann schauen wir uns das mal an. Dann können wir hier nämlich wieder anfangen, die Produktion so, auf 50 erstmal. Wir werden wahrscheinlich noch mehr brauchen. Grüner Hulk, vielen, vielen Dank für diese leckere, leckere Kaffeezeit. Freunde, lasst uns mit dem grünen Hulk mal gemeinsam den Krug ein für eine Schale Jesus, wie wir in Sachsen sagen. Prösterchen, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Da geht noch ein zweiter LKW, Freunde. Da geht noch ein zweiter LKW. Das sieht gut aus. Da geht noch ein zweiter. Offener LKW. Du nochmal. Und dann können wir einfach kopieren. Auf den richtigen gehen. So. Start. Sehr schön. Ja, dann können wir das hier ruhig unter Volllast laufen lassen, Freunde. Mal schauen, wo wir rauskommen. Müssen halt echt auch nur gucken, dass hier genügend Leute ins Kraftwerk gehen. Weil ich glaube, so kann tatsächlich dieser Zug hier durchweg unter Volllast fahren. Das ist mega geil. Mega geil. Das sollte auch dafür sorgen, dass wir instant wesentlich mehr Geld machen. Wir können mal schauen, wie es denn jetzt hier aussieht, wirtschaftstechnisch. Bei den Exporten. Ziegel sind wir momentan bei 11,7. Nächstes Jahr gehen wir einen saufen. Jawohl, so ist es. Dankeschön. Ich halte durch. Versprochen. Trotzdem leicht rückläufig. Also ich frage mich jetzt nach wie vor immer noch, kostet das hier irgendwie Unterhalt? Kostet uns das hier irgendwie Unterhalt? Oder ist das kostenlos? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich fände es geil, wenn jetzt hier irgendwie mal dastehen würde. Hey, Red, dieses Gebäude kostet dich pro Monat so und so viel. Oder kostet das überhaupt irgendwas? Benzin und Strom im Notfall. Ja, wie gesagt, Strom. Haben wir das wieder auf Exportieren gestellt, ist die Frage. Ja, das ist wieder auf Export. Das passt also. So, wie sieht denn das Kohlelager aus? Erstmal alles okay. Könnten eigentlich noch fast einen dritten LKW kaufen, Freunde. Und das ist super, Freunde. Das sieht hier richtig, richtig gut aus. Schaut euch das mal an. Wir sollten das Lager tatsächlich voll kriegen. Er kommt jetzt zurück. Er kann 400... Wie viel kann man denn maximal ranhängen? Wie viele Waggons? Könnten wir noch mehr Waggons ranhängen? Und die nächste Frage. Also wenn er jetzt gleich wieder da ist... Nee, das sollte sich perfekt ausgehen. Schaut mal an, schaut mal an.
Wir sollten noch einen LKW kaufen. Einen offenen. Nochmal 10 Tonnen, genau. Dann kopieren wir das wieder. Genau, hier können maximal 4 nebeneinander stehen. Das ist auch gut zu wissen. Wir kopieren das. Schließen das so und lassen dich starten. Und so sollten wir das Lager eigentlich jedes Mal voll bekommen, wenn der Zug da ist, dass es perfekt voll wird. Also der belädt jetzt, das dauert ja auch seine Zeit und in der Zwischenzeit bringen wir schon wieder frische Waren, die automatisch wieder beladen werden können. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir beobachten das jetzt einmal, wie sich das ausgeht. Na, das sollte perfekt passen. Da müssen wir trotzdem gucken, eventuell ein bisschen die Produktion drosseln. Dann haben wir vielleicht doch ein paar Arbeiter zu viel da drin. Weil ich glaube, wir produzieren tatsächlich aktuell noch zu viel. Okay, jetzt haben wir noch 100 Tonnen. Bei wie viel ist er? Perfekt. Geht sich genau aus. Geht sich haargenau aus. Er wird voll. Und wir haben hier immer noch einen kleinen Puffer drin. Hier ist das Lager nach wie vor voll. Also gehen wir mal auf 55 Arbeiter runter. Perfekt, Freunde. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also das haben wir tatsächlich ziemlich effektiv. Sieht auch ganz ansehnlich aus, muss ich sagen. Es sieht auch ganz ansehnlich aus. Also er hat jetzt hier 11.000... Also sagen wir mal 12.000 Rubel geladen. Das ist okay. Das ist okay, Freunde. Sehr schön. So, dann müssen wir hier drüben mal wieder reinschauen. Läuft denn hier die Produktion? Nee. Warum läuft es hier nicht? Was ist hier los? Wir brauchen Stoff. Ah, okay. Das heißt quasi, wir haben hier... Okay, Freunde. Das ist auch wieder so ein Knackpunkt, den wir hier tatsächlich mal fixen müssen. Wir müssen noch ein LKW rausnehmen mit Stoff. Wir verbrauchen zu viel Stoff an dieser Stelle. Da kommt einer. Genau, du gehst nach Hause. Dich brauchen wir aktuell nicht. Dass wir immer ein bisschen Stoff auf Halde haben. So. Genau, jetzt können sie wieder produzieren. Sehr schön. Das ist der, der nach Hause fährt. Der holt Stoff. Haben wir jetzt gar keine LKWs mehr? Aber wie viele LKWs kann man... Schwarzen Kaffee für mich. Stark und schwarz. Dunkel, stark, schwarz. Ja, davon nehme ich auch ein Karätzchen, aber ich tunke mir noch ein paar Würstchen ein. Okay. Also wir haben zweimal Stoffabtransport, einmal nur noch Kleidung. Müssen wir mal beobachten, ob das hier so sich ausgeht. Oder ob wir jetzt wieder zu viel Kleidung produzieren. Das war ein bisschen missgeklickt von mir aus gerade, muss ich sagen. Lord Jarek, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe geht raus, schön, dass du da bist. Freunde, der liebe Lord Jarek ist hier reingeschneit und er möchte mit uns einen Schluck Kaffee trinken. Wollen wir ihn nicht allzu lange warten lassen? Also hoch die Tassen. Bitte Schale Jesus, wie wir in Sachsen sagen. Grüß dich hier, mein Lieber. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sehr, sehr geil. Ja, jetzt haben wir auch ein leichtes Plus. Das wird schon, das wird schon. Ja, die Bude hier ist voll. Der Zug kann jetzt kommen. Ja, sehr gut. Junge Jos, Helmpflicht! Ah, Helmpflicht! Ja, mach mal das doch, Bobsi. Gar kein Problem. Muss nur irgendwie eine bequeme Position finden. So geht's. Dankeschön. Genossen und Genossinnen, herzlich willkommen in der Volksrepublik Ratschistan. Vertriebe bieten sich beim Verkauf an. Da kann man einstellen, dass zum Beispiel nur bis zu einem bestimmten Bestand verkauft wird. Was für Vertriebe? Was meinst du denn? Da stehe ich komplett auf dem Schlauch. Knochenschäler, da stehe ich komplett auf dem Schlauch. Was meinst du? Ich würde ja mittrinken. Warte noch ein Stündchen. Muss erst welchen kaufen. Da aber schnell. Dann schnell.
Was für Vertriebe bieten sich beim... Du meinst jetzt hier, dass wenn wir die Kleidung hier in den Läden verkaufen, meinst du das? Für deinen Stoff? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Wo muss ich das einstellen? Ist das das hier? Oder was muss ich... Was muss ich... Wo muss ich das einstellen? Im Lager? Achso, die musst du bauen. Was muss ich bauen? What? Was für Vertriebe? Wo finde ich die? Unter was? Ist das etwas, ist das sowas wie dieses Planungsbüro, sowas in der Richtung? I have no clue. Seilbahn, Flugzeug, Schiffe. Na, die Dings musst du bauen. Na, die Dings da. Naja, die meine ich doch. Will ich ja auch. Find sie noch nicht. Bauindustrie. Hier, Büros. Konstruktionsbüros. Holz. Nö. Naja, weiß ich nicht. Was ich hier bauen soll. Ganz ehrlich. Hier vielleicht? Vertrieb. Ah! Kleines Vertriebsbüro. Das hier meinst du. Das hier meinst du. Ich nehme an, das hier meinst du. Kleines Vertriebsbüro. Langt ein kleines zu? Und was macht das? Was machen diese Betriebe? Also das müssen wir erstmal, testen. Ist das denn hier überhaupt Wurf? Also, dass wir das hier tatsächlich so bauen. Was macht denn dieses Vertriebsbüro? Also, kann ich das hier einfach irgendwo random hinsetzen oder muss das mit irgendwas verbunden sein? Komm schon. So, wir setzen das jetzt hier mal so hin. Ja, da brauche ich aber Fahrzeuge für, oder was? Ja, das ist dann aber hier scheiße halt, ne? Weil da müssen sie ja einmal komplett rumfahren. Ach so. Boah. Okay, das passt da schon. Was, jetzt brauche ich LKWs, nehme ich an, ne? Also wir kaufen jetzt hier mal ein paar LKWs. Und wir haben da noch welche. Das sind doch die, die wir... Die können wir doch mal hier rüber schicken. Wir haben doch welche da, drei Stück. Pass mal auf, dann schicke ich die jetzt mal hier rüber. Dann sollen die mal hier rüberfahren. Erstmal diese beiden. Von der Linie direkt. Ich verstehe es halt null. Wirklich, ich verstehe es halt null. Muss ich jetzt einfach hier draufklicken auf das Lager oder wo muss ich jetzt draufklicken? Ich verstehe, das erschließt sich mir gar nicht, wie das funktionieren soll. Also ich kann quasi über dieses Jetzt macht's gerade Klick. Ich schicke die Fahrzeuge, die jetzt gerade an der Grenze verkaufen gehen, die schicke ich nicht in das Lager, sondern die schicke ich hier in das Vertriebsbüro. Korrekt? Und hier muss ich jetzt aber sagen, was soll hier rüber vertrieben werden? Und kann ich jetzt einfach nur Büroaufgaben verwalten, einfach das Lager anklicken? Geht das? Und daraus dann tatsächlich alles andere beziehen? Ist das so richtig? Ja oder nein? Wir warten jetzt erstmal, bis die anderen kommen. Die Ernte geht auf jeden Fall los. Das ist geil. Das heißt, wir haben bald wieder ein bisschen mehr Geld. Also jetzt einfach... Ja, Lager und Zollgebäude hinzufügen. Ach so!
Und dann macht er das automatisch, oder was? Ah. Also, Lager. Ah. Das ist ja viel, viel leichter. Ah. Ja, und was verkauft er nun da? Weil hier kann ich ja gar nichts... So, jetzt haben wir erstmal die Verbindung geschaffen. So. Stehe ich trotzdem noch im Schlauch. Okay, die LKWs kommen jetzt. So, warte mal. Also kann ich den jetzt auch erstmal hier hinschicken. Wir unterbrechen jetzt mal diese ganzen Handelslinien. Das abbrechen. Schicken erstmal alle Fahrzeuge, die jetzt hier kommen, hier rein. Genau. So, wir schicken jetzt erstmal alle LKWs da rein. Achso, die machen schon automatisch. Nee, wo will er denn jetzt hin? Achso, jetzt fahren die automatisch hier rüber, holen sich das Zeug. Robin, welcome back, mein Lieber. Schön, dass du da bist. So, und wie stelle ich jetzt ein, dass die aber nicht komplett den ganzen Stoff wegballern? Stoff muss übrig bleiben. Wie mache ich das? Ich will, dass Stoff hier ein gewisser Satz drin bleibt. Wie mache ich das? Menge begrenzen? Im Vertriebsgebäude. Ah, jetzt steht was da. Jetzt steht was da. Also entladen, ja, ja, ja. Quelle. Der soll 20% drin lassen, ist das korrekt? Könnte man ja erstmal so machen. Richtig? Wenn mehr als 20% drin sind, soll er verkaufen. Genau. Kann ich das aber für die unterschiedlichsten Waren auch anders machen? Also kann ich auch sagen, dass er die Kleidungsstücke immer verkauft? Also dass ich nur 20%... Das geht nicht, ne? Wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Müsste ich wahrscheinlich ein weiteres Aufgabengebiet verwalten, ne? Dass ich sage, eins ist... Ah, jetzt verstehe ich. Ich müsste jetzt einfach nochmal neu machen, noch eine weitere Büroaufgabe verwalten. Wenn ich das richtig verstehe, einmal sage ich... 20% soll Stoff drin bleiben und entladen kann er aber alles. Und dann mache ich eine neue auf, wo ich sage, er darf aber alles an Kleidung verkaufen. Korrekt? Habe ich es geschnallt? Kommt schon, sagt ja. Jetzt macht es nicht so kompliziert. Nein, ach Mann. Ey, ernsthaft jetzt nicht geradet. Jetzt verarscht mich mal nicht. Das ist jetzt wichtig. Ja, für mein Wohlbefinden. Du könnt mir doch nicht antun. Leider, das wirklich nicht, Mann. Leider nein, dafür brauchst du ein weiteres Vertriebsbüro. Oh, das macht mich alle. Okay, na dann lass mal das bei 20%. Dann sind halt 20% Kleidung drin. Dann können sie halt erstmal gar nichts transportieren. Oder wohl, 10% langt ja eigentlich. So. Dann nehmen wir das hier wieder raus und dann sollen die einfach alles verhökern. Oder muss ich das jetzt hier... Ah. Aber ich hatte recht. Pure Verzweiflung. Manchmal. Manchmal. Freunde, jetzt nochmal ganz kurz. Wenn ich gar keinen Haken drin habe, dann macht er einfach alles. Korrekt? Wenn ich jetzt hier gar keinen Haken drin habe, dann versucht er jetzt alles zu beladen, was mehr als 10% hat, und alles zu entladen. Genau, gut. Dann haben wir das. Wir lassen das jetzt mal so laufen. 10% sind tatsächlich okay. Aber ihr werdet jetzt merken, wir werden jetzt hier eine ganze Menge tatsächlich erstmal auf Halde haben, bevor wir überhaupt tatsächlich hier mit der Produktion richtig loslegen können. Und aber, was geil ist, Freunde, schaut euch mal bitte an, die Kapazität hier, das geht los hier. Die Ernten gehen los und das heißt, wir können den Import wieder reduzieren. Ressourcen für Rubel kaufen, weniger. Wir brauchen keine Pflanzen mehr. Das sollte tatsächlich eine Menge sparen. So, jetzt müssten wieder unsere Gabelstapler losfahren. Da geht's los. Na, wann kommen die anderen? Wann merken sie, dass sie gebraucht werden? Jetzt. Okay.
Liegen die Chemikalien im Warenhaus? Nee, die werden direkt, wir haben noch keine Produktion für Chemikalien, die werden importiert. Das lassen wir auch erstmal so. Da will ich es jetzt nicht noch unnötig kompliziert machen. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass tatsächlich die Felder wieder nicht reichen, ne? Muss ich jetzt wirklich mal sagen, es wird sich wieder nicht ausgehen. Ey, hier hinten ist richtig krass. Schaut euch mal bitte an, was hier los ist. Wir sollten hier vielleicht noch eine weitere Straße bauen. Damit die hier noch ein bisschen besser fahren können. So. Weil hier ist übel viel los, ne? Damit die hier ein bisschen besser durchkommen überall. Ja, aber geil. Okay, das haben wir jetzt erstmal soweit. Ich hoffe tatsächlich, dass sich das hier ausgeht mit dem Ernten. Wir haben jetzt 19. August, also einen Monat haben sie noch. Ich hoffe, das reicht. Weil, wie ihr seht, sind tatsächlich drei Felder noch gar nicht angefasst. Das könnte eng werden. Obwohl, nee, hier kommt der erste Mähdrescher. Hier der nächste. Oh, ich hoffe, das geht sich aus, Freunde. Ich hoffe so sehr, das geht sich aus. Ich weiß jetzt nicht, bis wann wir tatsächlich ernten können. Also wahrscheinlich bis Ende September wahrscheinlich. Wäre ärgerlich, wenn das nicht ausreicht. Aber es geht erstmal wieder noch ins Positive. Freunde, wir haben wieder 300.000. Nice. Wie sieht der Füllstand aus? Wir haben hier 160 Tonnen, hier 160 Tonnen, hier 160 Tonnen, hier 160 Tonnen. Also überall gleich. Das heißt, wir müssen wieder einen LKW kaufen, der von hier nach hier bringt. Okay, kriegen wir hin. Dann müssen wir einen kaufen. Eine letztmalige Investition. Nee, brauchen wir gar nicht. Wir können einen von den Dingern hier drüben nehmen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen gar keinen kaufen. Wir haben so viele LKWs übrig. Wir nehmen dich. Und du sollst jetzt... Ah, muss ich dich jetzt erst hier rüber schicken, ne? Damit du frei wirst. So. Oh, mach mal das Ganze mal. In einer Stunde denkst du, hast du Feierabend. Sehr schön, sehr schön. Wieso kam das doppelt? Naja, nicht so schlimm. Das kann tatsächlich manchmal passieren, wenn du ganz kurz, wenn du mobil unterwegs bist, dass ganz kurz deine Internetverbindung abreißt und dann so eine Bruchteil der Sekunde, dann macht er es manchmal doppelt. Das kann durchaus sein. Alles halb so wild. Alles halb so wild, Robin. Schön, dass du da bist. Hey, Freunde, das reicht vorne und hinten noch nicht. Das reicht vorne und hinten noch nicht. Wir kommen ja gerade mal ein halbes Jahr vielleicht. Ein halbes Jahr, wenn überhaupt. Krass. Und wieder der Beweis dafür, dass Planwirtschaft nicht funktioniert. Frank, hüte deine Zunge. Hüte deine Zunge. Wir brauchen noch mehr Felder im neuen Jahr. Das Gute ist, die Einnahmen sinken. Gut, super. Bitte was? So, ist der jetzt hier drüben? Ja, der ist jetzt angekommen. Das heißt, wir können jetzt sagen, du gehst von hier nach hier, Start. So, und dann werden alle Silos angefahren. Das passt, so dass alle Silos in diesen Silo transportieren. Aus diesem Silo bezieht dann tatsächlich die ganze Zeit die Stofffabrik. Das passt. Aber Problem, wir werden... Es langt um Längen nicht. Ey, sag mal, das ist ja abnormal, wie viele Pflanzen wir verbrauchen. Also wartet mal, 20 Tonnen pro Tag sind bei 300 Tagen. 100 Tage sind 2000... Ey, das geht sich. Da bräuchten wir ja drei Bauernhöfe.
Sehe ich das richtig? Wir brauchten ja irgendwie so an die 5000 Tonnen pro Jahr. Oder 4.000, 5.000 Tonnen pro Jahr. Sehe ich das? Verstehe ich das richtig? Das geht sich doch vorne und hinten nicht aus. Da bräuchten wir ja noch zwei weitere Bauernhöfe, damit wir das voll bekommen, oder was? What the fuck? Wer soll das denn alles ernten? 20 Tage pro Tag, ja. Unter Volllast. Wir verbrauchen nicht ganz so viel, aber... Frank, ja, ist richtig. Wie sagte Molke nochmal, kein Plan überlebt die erste Feindberührung. Das ist korrekt, das hat er gesagt, ja. Aber Feinde, wir sind doch nur umgeben. Naja, okay, wir haben die NATO. Das ist der Klassenfeind, stimmt. Das wären 7.300 Tonnen pro Jahr. Ja, wir produzieren momentan 2.000. Also okay, wir hängen jetzt schon mal wieder ein paar neue Felder ran. Also hier noch eins. Und hier noch eins. Aber viel mehr wird dann langsam auch nicht gehen, Freunde, weil also irgendwann kommen wir halt auch an unsere Grenzen, was die Aussaat und alles betrifft. Also viel mehr möchte ich jetzt hier tatsächlich nicht ranhängen. Also das sind jetzt 4. 4 sind 8. 4 sind 12. 12 große. 12 mal 120 sind 1200. 1440. 1440. 1480. 1520. 1560. Krass. Veladius, der Name wurde heute tatsächlich abgestimmt. Noch bevor du gekommen bist, wurde darüber abgestimmt, wie die Stadt heißen soll. Und es ist tatsächlich dieser Name geworden. Und das heißt, was hieß es gleich nochmal? Rattenstadt? Ich glaube, Rattenstadt tatsächlich übersetzt. Also Freunde, wenn ihr das selber spielt... Ja, das ist ja nämlich die Frage, kann ich überhaupt alles abernten? Wir haben jetzt 6... Bis wann kann man denn ernten? Das frage ich ja schon die ganze Zeit. Bis wann laufen die Ernten? Also momentan sieht's gut aus. Bis Ende September sollten wir es hinbekommen. 2 Felder würden vielleicht sogar noch gehen, weil wir haben 10 Mähdrescher. Und momentan ernten wir nur noch in... Obwohl, nee, warte mal, 3, 6... Scheiße. Tausche 1000 Tonnen Kohle gegen 2000 Tonnen Getreide. Ja, true. Die Massen waren nicht für Veladius gerade. Ich rieche Gulag-Strafen. Bis wann kann man denn ernten, Freunde? Also wir haben es jetzt nach dem September. Also ich denke mal, bis Ende September ist oder Anfang Oktober sollte klar gehen, oder? Es ist halt auch mega sinnlos, dass wir hier mit 10 Tonnen das Zeug abholen. Es müssten viel, viel effektivere Methoden ran. Aber wenn der das geerntet hat, liegt das erstmal rum. Ja, wir haben halt volle Fahrzeuge. Also hier ist kein Platz mehr bei den Fahrzeugen. Wir haben jetzt, also von jedem Fahrzeug haben wir 10. Wir haben 10 Mähdrescher, wir haben 10 Traktoren zum Säen und wir haben 10 LKWs. So sieht's momentan aus. Bräuchten da vielleicht mal ein paar bessere Entwicklungen. Also ich bin gespannt, wie das Ganze sich hier ausgeht, tatsächlich an der Stelle. Wir buttern halt unglaublich viel raus, ne? Also wirklich, abgefahren. So, jetzt haben wir hier schon 30 Tonnen Stoff. Ah ja, die fahren mal tatsächlich wieder was weg hier, ne? Ja, geil. Geil, geil, geil. Was willst du transportieren? Ja, geil. Also dieses, danke nochmal, dass ihr mir das gezeigt habt hier mit dem Vertriebsbüro. Mega geil. Macht's ja viel, viel leichter. Muss ich mir gar nicht so einen Kopf mehr machen. Geil. Dankeschön.
Das gilt schon wieder als eigene Stadt hier. Ich sehe es auch gerade. Ah, das ist dann die Frage. Es wird aber noch hier drüber versorgt. Okay. Lyoslav. Okay, die nächste Siedlung. Jetzt haben wir 13. Es wird ein bisschen eng mit dem... Okay, hier hinten sind wir mit dem Mähdreschern gleich durch. Boah, die haben gut zu tun, ne? Billy FIFA, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Genosse. Liebe geht raus. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Es sieht doch aber ansonsten ganz gut aus. Ja? Letzten Monat 83.000 plus. Diesen Monat wird es nicht ganz so viel, Freunde. Diesen Monat wird es nicht ganz so viel. Wassermarsch, Prösterchen, Genossen. Wir müssen das jetzt mal hier beobachten. Wir lassen das jetzt hier mal voller Gepulle durchlaufen. Und müssen jetzt einfach mal beobachten an der Stelle, bis wann wir hier ernten können, beziehungsweise wann hier... Also, weil es sieht hier schon so ein bisschen nach Bodenfrost aus. Jawohl, nee, 18 Grad, das kann nicht sein. 18 Grad, aber es ist... Sieht komisch aus. Dann plan mal eventuell nur auf dem Bauernhof nur Traktoren und Mähdrescher. Die LKWs packst du in ein Vertriebsbüro, was ausschließlich von den Feldern in die Silos bringt. Als Alternativvorschlag. Ja, wir kriegen nicht alles. Also, hier liegt halt noch übelst viel rum, ne? Ja, das kriegen wir nie im Leben alles weg, ne? Das ist tatsächlich das Problem, ne? Vertriebsbüro. Also wir könnten das einfach hier hinsetzen, das Vertriebsbüro. So hier. Das ist ja egal, wo es steht, ne? Das Vertriebsbüro. Das könnten wir also hier hinsetzen. Das sollte kein Problem sein. Und dann brauchen wir noch ein paar LKWs. Aber wie läuft das denn? Muss ich dann jedes Feld einzeln anklicken, woraus... also jedes Feld mit in die Linie reinziehen? Das muss doch... Nee, muss ja nicht zwingend eine größere Sache sein. Wir können es ja zumindest das Vertriebsbüro erstmal unterstützend eingreifen lassen. Jetzt noch schnell. Oder? Das könnten wir ja zumindest machen. Wir können ja jetzt den Bauernhof erstmal so weiter arbeiten lassen, wie er ist. Kaufen wir jetzt schnell noch ein paar LKWs dazu, die wir ins Vertriebsbüro schicken und das Vertriebsbüro sagen, er soll beladen, auf den Feldern entladen, in den Silos. Korrekt? Das könnte ja erstmal so gehen, dass das nur erstmal unterstützend eingreift. Und da müssen wir ja gar nichts umstellen. Korrekt? Wir setzen das jetzt hier mal hin. Benadlia, Freundschaft, Genossen! Liebe geht raus, schön, dass du da bist! So, was hat denn uns das jetzt hier eigentlich wieder gekostet? Ah, da ist der ganze Gewinn wieder hin. So, jetzt haben wir hier ein Vertriebsbüro. Haben wir neue LKWs? Die brauchen wir ja wieder... Ja, da brauchen wir jetzt ein paar neue. So, und da brauchen wir... Gibt es jetzt hier schon was Größeres als 10 Tonnen? 9,6. Hier gibt es ja noch... Ach, hier gibt es mehrere Seiten. Ach so, das sind dann die anderen. Hm. Der Rest sollte alles nicht passen, ne? Ja, ja, das ist... Alles an Kühlung hier hinten. Okay, dann sind es dann wahrscheinlich doch wieder diese 10 Tonner hier. Eine Ladestation. Micha, dein Stream ist ein Selbstmörder. Er hängt sich ständig auf. Also bei mir nicht. Das muss, wenn, dann an dir liegen, Marco. Weil ich glaube, die anderen haben keine Probleme. Und bei mir läuft das richtig krass gut stabil. Also das kann es nicht sein. Das müsste dann, ja, Handy. Das ist dann, wenn, dann eher das Problem, dass du voll mobil heißt, ne? So. Eladio, schau kurz weg. Wir haben gerade 12 LKWs wieder gekauft. So. So, und jetzt muss ich hier, muss ich jetzt hier alle Felder anklicken, oder wie läuft das? Und dann,
hier rein. Nichts passiert, Freunde. Why? Ach, keine Stromversorgung. Gut, das klären wir noch schnell. Stromversorgung, da habe ich ja immer richtig Bock drauf. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Hier muss ein Verteiler ran. So. Stromversorgung. So, jetzt ist die Stromversorgung da. Was, machen Sie jetzt was? Nee. Ja. Ja, macht passiert aber nichts. Boah, das ist heftig. Warum funktioniert das jetzt nicht? Also, es ist doch. Ich hab's doch zumindest richtig eingestellt, Freunde, oder? Also, hier steht hier die ganze Flotte bereit und die würde gerne das da hinbringen. Die Verbindung ist auf jeden Fall auch da. Es gibt Verbindung hierhin. Also, das ist nicht das Problem, weil keiner will losfahren. Habe ich irgendetwas übersehen? Ach so, die prozentuale Verteilung für alle Gebäude beträgt. Nee, halb voll. Bei 68 Tonnen. Oder muss ich hier vielleicht die Silos direkt ansteuern? Also ich könnte ja die vier Silos auch noch anfahren zum Entladen. Das würde ja auch noch gehen. Rebonata, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Getraus, schön, dass du da bist. Dankeschön. Nee, es geht nicht. Also. Hat irgendjemand eine Ahnung?